zum Digitech Podcast. Ich musste noch schneller rauf mit dem Regler. Ja. Heute sind wir in einer grösseren Runde und zwar mit mir am Philipp Brüg und zu meiner Linken Dominik Berlacher, Caroline Teufelberger, Rico Schüppach und der Simon Ballis. Ich hätte schon ein Wort fallen, Rico. Es funktioniert schon mal viel besser mit dem Luca, wo man seinen Namen sich zuerst mal überlegen. Genau, wir sind viele Leute, wir haben ein volles Programm und zwar, wir haben vor allem sehr newslastig heute. Wir haben die Giga League von Nintendo, wo wirklich so ziemlich alles über alte Nintendo Games geleakt ist. Wir haben ganz viele Leaks, nehmen wir die Garmin League, dann haben wir Galaxy Watch League, Oculus Quest League, dann haben wir noch den Xbox Games Showcase, ich weiß gar nicht, wie die Reihenfolge von diesen Wörtern ist. Neue The Witcher-Serie. Du kannst noch über das OnePlus vielleicht schwätzen. Hast du es zwar noch nicht bekommen, gell? Nein, ich habe es noch nicht bekommen. Okay. Aber ich habe mir alle Reviews hineingezogen. Ich habe es bestellt, bevor ich überhaupt die Reviews hineingezogen habe. Wie man es halt so macht. Und dann haben wir noch How to Sell Drugs Online, weil man muss ja schauen, wie man Geld... Wir sind eh mit dem Drug Simulator Game, den verlinke ich dann noch. Wissen wir ja, wie das ist. Aber genau, wir fangen an, und zwar mit einem Tweet, wo für Wellen gesorgt hat. Und genau für das haben wir ja eigentlich euch zwei da, weil ihr habt den Tweet abgesetzt. Also unserem Social Team. Ich lese euch den mal noch kurz vor. Genau, der ist... Das ist halt das Meme, das momentan umgeht mit, ich weiß gar nicht, wann es angefangen hat, vor etwa einer Woche hat die Art, ja ungefähr, oder Art Witz angefangen, im englischen Sprachraum. Und Digitech hat dann eben auch am 28. einen Tweet abgesetzt und der heißt: wir haben einen Frauen in der GL-Witz, nur leider gibt es bei uns keine. Das war der Tweet und hat viele Kommentare gegeben. Der Zucki unser war der Erste vermutlich. Oder hat zumindest mit seiner Gefolgschaft... Ich glaube, der Erste war. Das war der Erste. Okay. Zumindest dafür gesorgt, dass ihn genug lesen. Und eben, 20 Minuten hat er das Thema aufgegriffen. Und wir haben jetzt gedacht, ist doch gerade gut, wenn wir euch eh schon da haben. Weil wir haben nämlich gestern überlegt, ich fände es einfach ein gutes News-Thema, um mal kurz darüber zu schwätzen, weil wir schon ein bisschen pro Contra sind. Aber eben, du hast einen guten Input gebracht. Wir könnten auch die alle, die einen ja eigentlich gemacht haben. Und vielleicht erzähl doch mal kurz, wie es überhaupt dazu kommt. Ja, eben wie du schon gesagt hast, es ist ein Trend, der auf Twitter rumgegangen ist. Wir haben täglich am Morgen jeweils so eine Abstimmung im Team, schauen, welche Themen das gerade aktuell sind, auf was können wir aufspringen. Und ja, und das ist ein Thema, das sich gerade angeboten hat, zum Aufspringen. Und wir haben gefunden, yes, setzen wir um. Also es haben nicht alle gefunden, los, let's do it. Aber ein paar haben gefunden, machen wir. Und dann haben wir es gemacht. Haben da verschiedene Jokes gehabt? Oder ist es gerade bei dem gelandet? Wir haben schon ein paar verschiedene Jokes gehabt. Ja, zuerst auf Galaxus haben wir ja noch einen anderen gemacht. Der ist aber auch untergegangen. Definitiv. Genau, aber es ist dann ziemlich schnell zu dem, glaube ich, gekommen. Von dir. Und weil der Trend ist ja wirklich auch ein bisschen so dazu da, haben jetzt auch viele gemacht, um so gewisse Missstände auch aufzudecken in einer Form von so einem Witz. Und dann war es so, wir wagen jetzt einfach etwas und gehen mit dem mal raus und schauen, was passiert. Also eben auf, das ist noch das Praktische, auf 20 Minuten haben sie noch ein Abstimmen. Dort, ich weiß nicht, wie viel, also sind schon noch viel, 5000 Leute oder so, glaube ich, abgestimmt. Und 40% haben es nicht gecheckt. Aber das ist halt einfach. Das ist das 20 Minuten lesen. Ja, nein, einfach. Ich meine, ich habe es auch bei uns. Bei uns ist gestern ist es einfach in der Chatgruppe von der Redaktion haben sie es ein paar geschickt. Von der Digitech schon eine alte Gruppe. Ist noch nicht von der ganzen Redaktion. Insider. Und dort die einen dann auch gerade so, hä? Aber ich glaube, das erste «Hä» ist gekommen, weil der Artikel hat Raphael Knecht geschrieben und dann sind immer alle verwirrt, weil bei uns ist auf dem Raphael Knecht. und es ist nicht der gleiche. Obwohl ich am anderen sein Gesicht noch nie gesehen habe. Ich sage ja nicht, dass der Raffi Knecht der gleiche Raffi Knecht ist. Ich sage nur, dass noch niemand die zwei jemals im gleichen Raum sind. voilà. Aber genau, jedenfalls die Abstimmung, einfach 40% haben es gar nicht gecheckt und dann glaube ich irgendwie 23% haben es gut gefunden, 22% haben es nicht gut gefunden und der Rest hat gefunden. Ja, ja. Mir eigentlich egal. Es ist so, ja genau, so mäßig. Ja, genau, ich bin auch eher auf der negativen Seite gewesen, weil wenn man dann einfach zuerst liest, findet man so ein bisschen, ja, eben genau einen Witz, oder? Über, wir haben keine Frau in der Geschäftsleitung.
Und wir haben es ja wirklich auch nicht. Und dann ist doch das irgendwie auch gar nicht so lustig. Aber eben, du sagst, wie, es geht eben auch darum, um Missstände aufmerksam zu machen. Genau, mein Gegenpunkt war dann einfach eben, dass man nicht, die meisten User wissen natürlich dann nicht, dass der Joke eigentlich auch einfach ein bisschen von unten nur kommt. So als Seitenhieb an Geschäftsleitung. Und gegen Nutzen ist es halt eine Firmenkommunikation, oder? Mhm. Richtig, also was man vielleicht noch muss sagen zu dem ist, ich meine, dass Diversität oder sagen wir mal, dass Frauen in der Geschäftsleitung 2020 einfach wie Normalität sollten sein. Ich glaube, das ist allen in der Firma bewusst oder Geschäftsleitung. Die Frage ist halt immer, wie man zu dem kommt, zu dem Ziel, dass man das dann wirklich erreicht. Und ja, ein Tweet ist halt einfach, es regt Diskussionen an, jetzt nicht nur intern, sondern auch vor allem extern. Eben, das ist ja vom offiziellen Digitech-Twitter-Kanal abgesetzt worden. Und ja, man hat es gesehen, es löst Diskussionen aus. Und ich finde absolut, man muss den Kontext spitz verstehen von diesem Witz, von diesem Witztrend, oder? Weil sonst versteht man es nicht und das war offensichtlich, dass es viele Leute dann nicht verstanden haben. Ja. Ja, sorry. Nein, aber eben, ich meine, mit den Leuten, die es nicht verstehen, für die ist sie am Schluss dann auch nicht. Es wird immer die Leute geben, die das nicht mitbekommen, die gar nicht rauskommen, in welchen Kontext sich das einbettet. Und dass das dann in dem Moment für Verwirrung sorgt, muss man dann ja auch zu einem gewissen Grad in Kauf nehmen. Weil das, du kannst es nicht für alle machen, du kannst es irgendwie nicht für alle erklären. Überbringen. Mhm. Und die, die es verstehen und die es kennen, eben können es dann gut oder schlecht finden. Und das ist auch okay, solange man darüber diskutiert. Genau, die Frage ist natürlich aber schon, eben, wie man denn darüber diskutiert. Wenn wir halt einfach finden, so, ja, eben, super Digizeit machen da irgendwie, ihr findet das lustig, über das Witze zu machen und dann haben sie eben den Missstand. Also, weißt du, wir haben das natürlich auf den Negativ gesehen, wegen, ja, mega lustiger Witz, oder? Und dann mache ich genau nichts dagegen, was ja, keine Ahnung. Wie gesagt, um das nochmal kurz zu sagen, der Ding ist überhaupt nicht irgendwie abgesegnet wurde. Also auf dem Geschäftsleitung hat nicht durchgeknickt. Nein. Ja. Nein, aber es ist natürlich, also ich meine, dass man gar nichts macht, das stimmt so natürlich nicht. Also ich meine, es gibt eine Diversitätsgruppe, die sich dem Thema jetzt annimmt. Ich meine, es ist halt eben, wie gesagt, es ist ein riesen Thema und die Möglichkeiten, zum wie dass man jetzt Frauen in eine Geschäftsleitung kann motivieren kann, sich überhaupt zu bewerben etc. Also es gibt so viele Anhaltspunkte. Es gibt immer die Frauenquote, die genannt wird. Da schreien ein paar auch schon wieder auf, nein, das geht nicht, dann ist man Quotenfrau. Es stellt sich halt immer die Frage, ja, wieso sind denn wirklich immer nur Männer in Geschäftsleitung? Gibt es eigentlich nicht eher eine Männerquote, unsichtbare, ja, die einfach 100% ist? Ja. Muss man sich schon mal ein bisschen fragen. Aber ja, also ich meine, beim Absetzen von diesem Tweet sind wir uns absolut bewusst gsi, dass generell, ich meine, das Thema, dass es generell einfach polarisiert. Auf welcher oder welche Seite? Ich will nicht unbedingt von Seite reden, aber einfach, ja, das emotionalisiert Leute. Aber es polarisiert unter den falschen Leuten. Sind wir ehrlich. Wer weniger das Gefühl hätte, dass eine Frau ihnen gut tun würde, dann hätte es wahrscheinlich schon eine Frau. Und sie schuldet uns nichts. Ein GL oder ein CEO von irgendetwas schuldet den Leuten oder der Kundschaft nichts. Wir können noch so lange beschweren, wenn die einfach finden so, ja, weißt du, ist uns egal, das ist voll egal, es ist ein Sturm im Wasserglas, es ist Selectivism, wie in einem Buchstab, den ihr da betrieben habt. Nein, das würde ich nicht sagen, weil es ist ja nicht nur ein Tweet und ich finde eben die, wie soll ich sagen, da geht es ja um Verteilung von Machtpositionen, jetzt nicht nur bei Digitech, sondern generell in Unternehmen, in der Politik, in der Gesellschaft und das wissen wir einfach, dass es heute noch nicht gleich verteilt ist. Und ein Diskurs, also Diskurs ist sehr, aber Twitter gehört dazu, also dass man über Sachen redet etc. ist ich meine, dass das ein erster Schritt ist, das ist einfach ein Schritt, der dazugehört, um Sachen können anstossen, ändern, darüber reden, analysieren, genauer heranschauen. Es braucht immer das. Und ich finde auch nicht, wenn du sagst, er kann machen, was er will und alles andere ist egal, finde auch nicht, dass das stimmt. Weil solange man nichts sagt, natürlich kann man machen, was man will. Aber irgendwann, wenn Themen immer wieder aufgegriffen werden, wenn Leute ihre Stimme haben, auf Missstände aufmerksam machen, ihre Wünsche und was auch immer einbringen und das immer wieder kommt und wo immer mehr Leute kommt und immer mehr Leute irgendwie das auch sehen, dass man etwas dagegen machen muss, wird auch der Druck auf Geschäftsleitungen, auf Kaderstellen, was auch immer, in dem Moment, was man auch bewirken will, wird auch immer grösser und kommt auch irgendwann dort an.
Druck ist scheißegal, solange Profit noch stimmt und zwar. Ja, das nein, ist es so. Schau Amazon an. Schau Amazon. Seit Jahren beschweren sich Leute darüber, dass sie mehr oder weniger halb tot arbeiten müssen und immer noch Mindestquote haben, dass ihre WC-Pause auf die Sekunden genau gemonitort ist. Ich meine, dort reden wir nicht über eine Frauenquote oder eine Männerquote. Dort reden wir über Basic Human Rights. Mm. Yeah. Und die werden nicht eingehalten. Jeff Bezos ist scheißegal. Er kauft sich für irgendwie, wenn du es umrechnest, für 75 Cent eine Villa, die irgendwie so groß ist wie die ganze Zürcher Innenstadt. Ihm ist das scheißegal. Aber das ist auch, wenn Leute Mimimi machen, so viel wie sie wollen. Nein, ist nicht jede Firma gleich. Auf Twitter schlägt jetzt auch noch kein Eis weg. Aber ist nicht jede Firma gleich natürlich. Und eben, wir sind da noch überschaubar. Und wenn es auch ein bisschen von innen kommt, von der Firma, ist es auch noch etwas anderes. Aber genau, nur ergänzend, eben, der Punkt ist dann mehr natürlich auch, eben, bewirkt der Tweet das auch? Weißt? Oder diskutieren die Leute einfach, die hat einen dummen Witz gemacht. Also ist ein schlechter Witz. Ja, und diskutieren gar nicht über die Quote, dann hätte ihr das Ziel nicht erreicht, oder? Ich habe jetzt die Tweets, die Kommentare nur überflogen. Aber, Also wenn man jetzt Dinge so 20 Minuten und so anschaut und auch die Antworten dort, und 20 Minuten ist eine Plattform mit weiss Gott nicht den hellsten Kerzen auf dem Geburtstagskuchen. Shots fired. Was ich unten rein kommentiert. Haben die dann schon zu einem gewissen Teil auch wirklich über das diskutiert? Auf welche Art auch immer. Mhm. Aber ist die Message quasi wie angekommen? Und wir haben ja gestern noch darüber geschrieben, du hast mir es geschickt, der Phil hat mir es geschickt und gefunden, hey, nein, schau jetzt, der ist auch hinten raus und so. Und ich habe gefunden, eigentlich nein, überhaupt nicht, weil der Zuckerhund irgendwie etwas kommentiert hat und ist im Kommentar recht witzig und nicht auf uns geschossen hat, außer ist der Praktikant, der Sommerpraktikant gewesen, der Tweet abgesetzt hat. Da würde ich mich jetzt angefickt fühlen als Rico. Ja, ja, Sommerhemli an. Ja, du hast ja Sommerhemli. Ja, das ist im Herbst. Und dort ist ja der Diskurs dann angefangen und dann hast du ja gefunden, viel, ja, aber ist denn immer das, was du jetzt sagst, oder ist denn nur im Diskurs wegen und man nimmt das Thema dann überhaupt nicht ernst? Und ich finde, zu einem Teil hast du recht, oder? Ja, okay, dann wird über uns diskutiert, wir stehen irgendwie wie die Idioten da. Kann sein, aber ich finde, wenn schon nur ein Viertel oder die Hälfte der Leute den Witz wahrnimmt als das, was ist, haben wir das Ziel erreicht. Die andere Hälfte können dann gleich sein. Oder? Und durch das hat jetzt zum Beispiel auch der Rico können seine Statements in den 20 Minuten abgeben, voilà, was er damit gemeint hat. Genau. Und das können klarstellen, was der Hintergrund davon war. Also, und es wird wie bei allen Themen, vor allem so gesellschaftspolitischen Themen, es wird immer ein relativ grosser Teil haben, auch, wo dann einfach nur um, wo es dann nicht um die Sache geht, sondern um irgendwie die Art und Weise und was auch immer. Die Diskussionen wird man immer haben, aber wie auch Simon gesagt hat, hey, solange es bei ein paar ankommt, ist doch irgendwie schon mal ein gewisser Teil erfüllt von dem, was wir haben wollen. Absolut. Und ich finde auch, also, wenn man sagt, es ist ja nur ein Diskurs, ich meine, es ist nicht nur ein Diskurs, also Diskurs ist Macht. Ich meine, wer bestimmt, über was geredet wird, hat immer auch etwas mit Macht zu tun. Das sieht man ja gerade bei dieser Witze-Thematik, oder? Also Witze über, darum glaube ich, polarisiert auch so, über Frauen, über Schwule, über Queers, über was, ja, über andere marginalisierte Rasse, was auch immer. Genau, also, das ist, genau, und das kommt immer, oder, vor einer Dominanzposition aus. Und wenn man das anfängt zu hinterfragen oder mit dem Diskurs spielt, merkt man, dass es Widerstand gibt. Und darum würde ich nie sagen, Diskurs ist einfach Diskurs. Diskurs ist elementar, um Macht überhaupt zu verstehen. Genau, ich meine auch nicht, Diskurs ist Diskurs. Mir geht es mehr darum, Aufmerksamkeit zu willen. Das finde ich, das glaube ich nicht. Oder? Mhm. Das ist, finde ich, das ist jetzt ja auch nicht der Fall gewesen. Mhm. Wie wir es jetzt in der Diskussion auch gefunden haben. Aber ich finde, das ist eben oft ist das so ein Mantra. Oder genau, hauptsächlich, man hat irgendwie die Leute aufgeregt oder irgendwie in das Nest gestochen. Das glaube ich eben nicht. Mhm. Ich glaube nicht einfach, reine Aufmerksamkeit ist immer positiv. Weil wenn jetzt das einen riesen Shitstorm ausgelöst hätte und alle finden nur Digitex einfach einen Saftladen, und das hätte nur einen Image-Schaden ausgelöst. Das hätte ja auch, also ich sage ja, theoretisch. Ehrlich gesagt wäre das auch bei dem Thema, also bei dem Thema für mich auch egal gewesen. Also weißt du, was ich meine? Wenn du wie hinter dem Inhalt kannst gehen. Ja, wir haben nicht irgendeinen rassistischen Tweet oder so abgesehen. Hinter dem Inhalt, auch wenn es einen Shitstorm gibt, wegen dem Inhalt, dann sehe ich wie dort trotzdem keinen Fehler. Das ist nicht dein eigener. Aber eben, genau. Wenn du jetzt einfach irgendeinen Scheiß machst, der einfach wirklich
moralisch, ethisch, was auch immer, falsch ist, dann natürlich. Also so, das ich finde auch find die Anmaßung, dass es moralisch, ethisch, falsch oder richtig gibt, von uns als Verkaufsorgan von Technologie relativ anmaßend. Wer sind wir über richtig und falsch auf gesellschaftlicher Ebene zu urteilen? Ja, wir sind 5 Pisser im Keller. Ja, natürlich. Und wir verkaufen die iPhones, die irgendwie von Kinderhand gemacht sind, mit irgendwie ausbeuteten Mineralien aus dem Kongo. Das ist natürlich schon klar. Da können wir jetzt nicht das Moralapostel sein und sagen, du kannst noch ein Häkli machen und bist dafür CO2-neutral. Oder? Das ist eine andere Diskussion. Aber wenn wir... Wenn, also ja, logisch. Ja. Aber das kann man natürlich schon darauf... Aber wenn wir so in dem Rahmen, in dem wir können, und in dem, wo wir mit dem Augenzwinkern ankreiden, dass bei uns in der Geschäftsleitung keine Frauen hat, und auch immer noch das ist immer noch in den Köpfen der Leute, ja, was Technologie, das ist ein Männerding und so. Und darum kann man es auch mit dem irgendwie scheinheilig verkaufen, sagen, ja, darum haben wir keine Frau in der Geschäftsleitung, wir sind eh wahrscheinlich mehr Männer, weil das sind alles so Tech-Nerds und so. Dann nachher bist du genau in dem fucking Klischee-Denken drin, wo es doch einfach wichtig ist, dass du einfach mal sagst, hey, das ist im Fall wirklich nicht so. Was mich gerade zu dem Thema aufregt. Das ganze Mikrofon. Technologie ist Männersache. So ein hure Quatsch. Wirklich. Ich meine, ich schreibe ja mehr oder weniger Hauptbuch über Smartphones. Ich kenne ganz viele Frauen, die ein iPhone haben oder ein Android-Telefon. Ich kenne sogar Frauen, die haben einen Fernseher. Ich meine, wo sind wir denn da im 21. Jahrhundert, dass man sagt, Frauen haben kein Interesse an Technologie? Entschuldigung! Gamen und Games programmieren. Wenn seine verdammt 18. Jahrhundert-Ansicht von der Welt ist da, hört mal auf mit dem Seich. Also, und das finde ich, also ich meine, wenn man sich die Geschäftsleitung reflektiert, das entscheidet wahrscheinlich am Schluss Botmane oder irgendeinen öffentlichen Druck, den man mit 60 Likes auf Twitter aufbaut. Aber ich meine, Entschuldigung! Frauen haben kein Interesse an Technologie, so wie Kunst noch. Das ist nur, ich kann jetzt da nur einfach, wollen, also weißt, so denke ich nicht. Ich kann jetzt einfach nur schnell ein Beispiel bringen, weil sehr, sehr viele Leute daraus denken und es darum wichtig ist, dass man dann so einen Tweet macht, wo dann die Leute auch checken. Nein, wo so du Angst hast, viel, dass die Leute das irgendwie nicht checken, oder? Meine Frage ist, wie gross kann der Nutzen sein? Jetzt rein von dieser Abstimmung, dort hättest du dein Ziel erreicht. Wenn also, die mehr, also weißt, die einen haben es nicht gecheckt, dann ist es mutig gleich. Und dann irgendwie 1% positiver haben den ja gut gefunden, die anderen sind so ein bisschen unentschlossen gewesen. Dann würde ich auch sagen, doch, dann ist es offenbar so angekommen, wie du gehofft hast. Oder ihr gehofft habt. Das ja, würde ich schon sagen. Und also, was ich auch noch wichtig finde, es ist also wir reden über einen Tweet. Natürlich. Wir dürfen das auch nicht überbewerten. Es ist jetzt nicht irgendwie, dass wir da Strategie ausgehackt haben. Ui, wie können wir jetzt da Angriff von unten starten? Nein, null. Es ist das aktuelle. Das wird der Titel auch von der Podcast. Also für die, die es nicht wissen, unsere Social Media Truppe trifft sich einmal am Tag im Keller mit Sturmmasse. Ja, genau, richtig. Ja, genau. Jetzt muss es nicht verraten. Wer das Codewort nicht kennt, das Codewort ist so. Operation Schneesturm. Das geheimer Klopfkommando. Nein. Und der Secret Handshake. Aber genau, definitiv ein spannendes Thema. Und ich glaube, kann man wieder mal darüber reden, wenn er wieder mal einen Twitter für wenn er wieder mal einen Scheiß Twitter. Komm, mach mal von Twitter Slacktivism und Virtual Signaling. Irgendwie wird es schon überlaufen. Genau. Ja. Da müssen wir dranbleiben, an dem gerade noch mal raushauen. Ja, oder? Das machen wir nur noch. Ja. Das mal noch mit Bindestrich. Das ist ein Grammatik Twitter. Sehr gut. Ja, ist gut. Danke für euch Besuch. Euch wieder, ihr habt Wichtiges zu tun. Ja, könnt ihr Ruhe in die Wärme. Neue Tweets absetzen. Zum Beispiel. Und wir machen weiter mit Kopfhörern. Mit Kopfhörern. Jetzt haben wir auch genug Kopfhörer. Und der Dominik kommt dann auch ein eigenes Mikro über. Yeah. Ja. Genau. Ich finde Mikrofon noch gut im Fall. Das ist eine lässige Sache. So. Genau. Ja, also, und dann machen wir doch... mit unserer News-Session weiter. Jo. Ich habe übrigens immer so ein WhatsApp drin als Intro, aber zu dem komme ich irgendwie nie. Einfach meine wöchentlichen Rabbit Holes, wo ich reintauche. In der letzten Woche war es Kaffee Deep Dive. Ja. Und diese Woche bin ich auf Audioverstärker und DAC. Digital Analog Konverter. Ja, genau. Das sind alles zwei nice. Aber dort kommt dann mal noch ein Test von mir.
Ich habe im Tagesanzeiger hat da einer geschrieben über so Audio Hi-Fi-Nerds. Weißt du, so sicher, wo nur. Also, weißt du, da fängt es ja an, dann irgendwie bei so Verstärker, die 10.000 bis 20.000 Stutz kostet und Boxen und so. Das war ein schöner Artikel, wo ich so kleine Lädchen gefragt habe, warum. Und dann gibt es Leute, die kaufen sich für 2.000 Stutz einfach ein Kabel und so. Das bringe ich dann aber, so viel bringe ich das dann doch nicht. Aber. Kann man machen. Schmeiß doch mal noch den Stuhl aus dem Bild dort, dann neben dir. Jetzt gut, gut, gut. Lang. Ja, aber lohnt sich, wenn du dort Deep Dive gemacht hast, lohnt sich der Artikel. Ja, das wird spannend. Und genau, wir haben mal über Surface Duo wollen einen machen. Dann, vielleicht schieben wir den nochmal eine Woche. Vielleicht ist es bis dann auch schon draußen. Ja, das, vielleicht. Surface Duo ist von Smartphone von Microsoft. Microsoft wagt es tatsächlich noch mit dem Smartphone. Und es ist so ein, wie kannst du es wie ein Buch vorstellen? Ja, das ist das, was ich mega geil gefunden habe. Nee, das, wo ich gedacht habe, hey, Microsoft, they figured it out. All wenn das Klapphandy, wo nachher einen durchgehenden Screen hat und die sagen, nein, weißt du was, fuck it. Wir haben schon das Buch, das links und rechts eine Seite hat und man kann es so, ja, das finde ich abspannend. Buch durchgehen kommt schon noch, aber wir sind technologisch noch nicht ganz so, das sind lässige Spielsachen. Nein, aber es macht doch einfach Sinn, dass man es so macht, oder? Weil ich finde, so links und rechts, die kann ich mir den Nutzer vorstellen. Mhm. Und natürlich auch bei einem Club-Ding, wo du nachher einen durchgehenden Bildschirm hast, aber dann hast du immerhin in der Mitte einen Falz und das weiß ich und so. Aber dort finde ich, das ist eine geile Idee gefunden. Spannend. Das kommt jetzt wirklich. Ja, ja, also es kommt vor allem. Gerüchten zufolge in jedem Moment. Ja. Aha. Also es ist aber das Spannendste. Smartphone seit Jahren. Das, glaube ich, unbestritten. Absolut. Also es gibt mega viele geile Spielsachen und auch Falthandys sind ganz klar Zukunft, in welcher Form auch immer, weil die Idee ist schlicht zu gut, um es nicht machen. Ja. Aber wir sind uns noch nicht ganz einig, ist es so, hat es ein, zwei Bildschirme oder ist es so. Und also der Höhe oder Längsweg, genau, also, so für die, die das Video nicht gesehen haben, Dominik mit seiner Hand. Ja, ich mache da Pantomime eigentlich, additional. Auf das bin ich sehr gespannt. Aber also komm, dann fangen wir doch an, und zwar mit dem ersten League, und das ist der Giga League, hat man ihn genannt. Das ist ein riesiger Nintendo League, wo, ich glaube, über 4chan hat es angefangen, dort einen Link teilt, und das ist wirklich... Ich bin so nachlesen am Anfang. Ist wirklich so, niemand wollte den Link anklicken, weil einfach so, niemand hat ein fucking Virus wollen. Aber es ist wirklich eine riesige Datenmenge. Und wie viele so Experten und Insider sagen, wird es wohl auch echt sein. Für das ist es einfach zu gross und zu umfangreich. Und dort ist wirklich alles drin. Also wirklich komplette Source Codes von so Super Nintendo und Nintendo 64 Games, Repository-Daten. Also die einen haben auch schon Games daraus kompiliert, aus denen, wirklich, weißt, von Prototypen, von Nintendo DS-Emulatoren, Games, die in Entwicklung sind, ein abgeschossenes Zelda 2, Super Mario Bros. 5, oder irgendwie irgendwo siehst du Luigi, der den Stinkfinger zeigt, oder der Mario, wenn der Yoshi haut und dann speit er Feuer. Aber halt eben auch persönliche Daten, wirklich Tagebuch, Kalender, weil es sind wirklich halt all die Daten, die sind wirklich alles archiviert. Und das Besondere an diesem League ist halt wirklich, weil Nintendo ist so verschwiegen. Von denen gibt es eigentlich, ähnlich wie bei Apple, Apple hat vielleicht dort auch nicht nachgelegt, aber sehr wenig League. Die kommt einfach immer ihr fix fertige Produkt aus und Nintendo hat ja immer leitet den Wert auf das beschönigte Image oder alle unsere Sachen sind aus der Wunde, also ist in unserer Zauberwerkstatt. Darum mega interessanter Deep Dive, hat aber schon zwei Seiten, oder? Weil eben, es zeigt halt auch privat und ich habe auch Stimmen von Entwicklern gehört, oder beziehungsweise wenn jetzt mehr überlegen oder wenn einer deine Entwürfe lesen würde, von einem Text. Ja. Meine Entwürfe sind voll mit so mit Sachen. Notizen, überleg mal mit Notizen. Meine Entwürfe sind voll mit so 3x und Grossbuchstaben, weil ich suche am Schluss, ob ich noch irgendetwas muss ergänzen. Und etwa die wirklich Schreibfehler, wo man zum Beispiel so ultimativ kann ich nie schreiben. Ja. Auf den ersten Versuch, das verkackt. Ja, oder einfach auch fucking scheiß Ideen. Ja. Da, wo du einen ganzen Artikel schreibst und nachher merkst, eigentlich ist das so ein Brunz. Ja. Das mache ich jetzt einfach nicht. Oder? Es gibt sogar einen Artikel, den ich mal gemacht habe, einfach als Witz für meine Kollegen, einen Kochlöffel-Guide. Und der ist sogar in unserem System. Da muss man nur aktiv schalten oder nicht aktiv schalten. Aber das fände ich jetzt nicht easy, wenn es... Ja. Würde rauskommen, weil es einfach auch, weil ich das so gemacht habe, auch um mich lustig machen über uns selber und was wir so produzieren und so, und es aber einfach auf keinen Fall draussen haben. Eben, darum,
das hat halt schon zwei Seiten, oder? Aber man kann da nicht verschwiegen, dass es halt schon faszinierend ist, dass eben gerade von so einer Firma, das Zeug ist zum Teil ja irgendwie 30 Jahre alt, oder? Und das finde ich krass, eben, ja, weil es kommt Zeug raus, das ist nicht irgendwie von den letzten 5 Jahren, das ist eine Entwicklung oder so, oder das ist vom Neuen so und so. Nein, es gibt fucking einen Luigi vom N64 Mario. Das ist krass, ja. Mario 64, da haben sie offenbar einen Luigi gemacht, aber den nie gebraucht und so. Und das ist für mich mindblowing. Ja, so, und auch viel früher, oder? Hey, Super Nintendo-Zeug, oder? Da bin ich voll, ey, wo ich sehe, dass ein Luigi in Mario 64... Ich mag mich noch erinnern, das Mal, wo man das zum ersten Mal gespielt hat. Noch vor Internet gewesen, oder? Ja, ja. Also wir müssen wissen, in welcher Welt wir das Game gespielt haben. Ja. Und dann sind auf dem Pausenplatz sind ja die Gerüchte umgegangen. Hey, wenn du irgendwie rauffliegst und irgendwie mit dem Triple Jump oder so aufs Dach rauf, dort oben ist der Yoshi und der Luigi oder so. Irgendwie so, das stimmt, mag mich auch erinnern. Ja. Aber dann hast du auch... Jemanden auf dem Dach hat man aber getroffen. Man hat jemanden auf dem Dach getroffen, aber am Schluss steht. Ja, aber ich weiß nicht. Am Schluss hat man jemanden auf dem... Nein, Prinzessin ist es nicht. Der Yoshi. Nein, der Yoshi. Man trifft am Schluss jemanden auf dem Dach. Ich weiß es genau. Du triffst irgendjemanden auf dem Dach. Aber weißt, und wenn jemand dir auf dem Pausenplatz einigermaßen glaubwürdig sagt, du bist ein Luigi, oder? Und dann, und das ist jetzt aber auch schon 24 Jahre her, dass das passiert ist, oder? Ja. Und jetzt auf das Mal, wir haben jetzt alle 24 Jahre lang damit abgefunden, dass da kein Luigi ist, und jetzt auf das Mal, da ist einer. Voilà. Und du findest so, holy shit, also für mich ist das so der Ding irgendwie. Und also, es hat ja noch viel mehr krasses Zeug. Ja, aber der Luigi hat mich verwischt. Oder? Genau. Der hat meine Emotionen. Genau. Emotionen triggert und denkst, holy fuck! Weil die haben ja die ROMs auch alles schon auseinandergenommen und sämtliche Geheimnisse gefunden. Also ich meine, Mario 64, gerade als Beispiel, die gibt es kein Geheimnis mehr. Oder? Auf dem ROM ist das nie gewesen. Oder? Ja. Und das ist jetzt, also darum glaube ich auch, also mit all dem Zeug, das, was du sagst, das kann nicht fake sein. Nicht jetzt wegen Luigi, den kann man schnell faken, aber weil es so viele Sachen sind, was dort ja, die schiere Datenmenge. Also wenn es ein Fake ist, muss man über Jahre lang dran sein. Stell dir vor, was du für ein Mensch bist. Wenn nein. Vor allem hat schon der Star Fox-Entwickler schon gesagt, er hat sein Tool, sein 30 Jahre alter dort gefunden. Er hat gesagt, er hat es seit 30 Jahren nicht mehr gesehen. Ja, stimmt. Und, ja. Also das heisst, nur schon das stimmt. Oder? Aber eben, die Leute diskutieren dann darum, dass sie dort, eben, glaub, offenbar hat es eben auch wirklich die Kommentare, die du halt in deinem Code zum Teil hast. Und dann hat es halt dort irgendwie Fuck-Ding gestanden. Weißt du, logisch, hat persönliches Zeug drin, oder? Ja, und, aber hey, vielleicht ist das der Anfangsentwickler, der den Leak gemacht hat, während Jahren. Ja. Ja. Ist interessant, ist auch nicht der cool. erste von Nintendo in diesem Jahr und man vermutet, glaube ich, dass es allenfalls der gleiche Informant war. Das vermuten wir, ja. Und, ja, aber ey, wirklich, also eben, es hat sich jetzt dafür und dawider, oder? Das ist natürlich schon für Entwickler. Ist das logisch, ist nie geil, wenn einfach all deine persönlichen Daten, einfach all das rauskommt. Weißt du, es gibt auch viele Zeugs, wo das hätte ja gar nie sollen gemacht werden. Und wenn dann nachher die Fans das Gefühl haben, bei neueren Sachen ist das immer so, hey, ja. Oh, wo ist das Feature? Dort in dem Liga zu geheißen, das ist drin, jetzt ist nicht drin, oder? Ja. Und dann sind sie verrückt, also, oder? Das ist das eine, ja, natürlich, wenn sie mir noch liegen. Und das Scheiße ist, wenn du das versprichst als Entwickler und nachher in Trailers bringst und so, und dann nachher kommt es nicht. Das ist etwas anderes. Ja. Das ist No Man's Sky und so. Aber wenn es in einer League rauskommt und man dann hässlich ist, dass das Feature nicht drin ist, dann finde ich so, ja gut, das ist ein fucking League. Also weißt du, es ist irgendwie, ja, man hat es probiert und so. Man hat es an die Wand gerührt und es ist nicht kleben geblieben, oder? Also, ja. Das ist genau da. Ich finde das eigentlich unerträglich, wenn ein Game rauskommt und danach sind die Leute so, ja, aber ja, dort, tut's mal, und bei Minute 1,14 hat man da Icon gesehen. Ja. Das ist nicht drin. Hey, sorry Leute, aber den ersten entweder kauft das scheiß Game nicht, wenn es euch nicht passt. Oder vertrauen doch einfach mal den Entwicklern, dass sie die beste Arbeit machen, die sie im Rahmen von ihren Möglichkeiten gerade in der Lage sind zu machen. Ja, und die Entscheidung wahrscheinlich richtig war, ist das eigentlich jetzt einfach nicht drin zu laden. Ja. Voilà. Also und dann kommen wir doch zum nächsten Leak. Wirklich nicht so viel. Aber auch der klar, das ist kein Leak. Das ist, wieso habe ich Leak geschrieben? Das ist mehr ein... Ich weiss doch, du bei Garmin hat es ein Sicherheitsleck. Ja, doch, ist auch ein Leak. Ja, also es ist auf die andere Seite reingelegt. Genau. Also was passiert ist, im Wesentlichen, Garmin ist attackiert worden von einer Gruppe namens Evil Corp. Sehr wahrscheinlich aktuelle Stand der Ermittlungen. Hast nicht du das eigentlich nicht mehr auf deinem Handy? Das kann ich wieder bestätigen, aber nein. was passiert ist offensichtlich, wir weiss es nicht, und zu dem komme ich gerade, ist, Garmin ist mindestens ein Server komplett verschlüsselt gewesen, Ransomware-Attack, 10 Millionen Lösegeldforderung.
es sei scheinbar eine gezielte Attacke gewesen, also nicht einfach jemand, der einfach ein Mail zufällig an hr@garmin.ch geschrieben hat oder .com und dann hat jemand etwas aufgemacht, sondern das war wirklich ein gezielter Angriff gewesen mit Vorkenntnis. Also Evercop geht sehr methodisch vor, wenn sie so etwas machen. Da ist es so ein Gang und Gäbe. Der richtige Skandal kommt eigentlich nachher, wie Garmin mit dieser Situation umgeht. Erstens, offensichtlich haben sie keine Backups, die sie einspielen können. Also es ist wie so... Also was ist geklärt worden? Nichts ist geklärt worden. Es ist einfach, du wird dein ganzer PC... Wird, also dein, wenn aha, du Ransomware so, hast, wird dein, ja, genau, okay, wird verschlüsselt, ja, und sagt, da schick Geld. Also Mitarbeiter-PCs von Garmin, so? Nein, der Zentralserver, wo meine ganzen Fitnessdaten drauf sind. Ah, wow, eben, die Kundendaten also, sind richtig, eigentlich schon betroffen. Okay, richtig, und angefangen, also ich habe es erst mal mitbekommen am Donnerstag, wo ich ein Workout synchronisieren wollte. Ich habe ja da eine Garmin-Uhr am Handgelenk. Und es stand ja, Server down for maintenance, check back soon. Also einfach so quasi Wartungsarbeiten an unserem Server. Und ich dachte, oh, das ist auch noch nie passiert. Halb Stunde später immer noch, weil also meistens Wartungsarbeiten von einer Serverinfrastruktur von dem Ausmaß kann man nicht über mehrere Stunden hinweg machen. Das machst du. Du analysierst, wenn du Uptime und Downtime hast, also wenn du die meisten, ja, die meisten View, also die meisten Visitors hast, und dann nimmst du etwas, wo die wenigsten sind, und du, das ist wirklich also ein Update von einem Server. Vor allem für so etwas, für so einen Dienst, wo irgendwie, eben, das, es richtig, gibt ganz, ganz wenige Sachen, wo das noch so machen. Ja. Richtig. Magic the Gathering Online, wo ein 20-jähriges, 20 Jahre altes Tool ist. Zum Beispiel hat immer 5 Stunden Maintenance in der Woche einmal. Aber sonst kennt man es nicht mehr. Oder? Und in der Regel hast du auch redundante Systeme, die dann quasi voilà, wo können einspringen. In geringerem Ausmaß den Load handeln können, genau, und weiterarbeiten. Bei Garmin war alles nicht der Fall gewesen. Nach ein paar Stunden haben dann die ersten Garmin-Mitarbeiter über Social Media verlautbaren lassen, irgendwie so, ja, lol, wenn du am Freitagabend, am Donnerstagabend musst arbeiten, weil die ganze zentrale Datenbank verschlüsselt worden ist dank Ransomware. Und Garmin hat einfach gefunden, ja, wir haben einen Outage. Und dort ist der Kommunikationsnightmare angefangen. Und ich finde, es ist exakt so, wie man es nicht machen sollte. Also alle, die irgendwie mit Crisis Management zu tun haben, schauen Garmin an und machen das exakte Gegenteil. Wir machen einen Podcast dazu, das weiss man doch. Genau. Muss man wissen. Wir laden die Verantwortlichen zuerst am Anfang vom Podcast ein und ja, bespricht es. So, genau, also Garmin hat sich nicht gewollt, sie haben Server-Maintenance. Sie haben im Prinzip das Ganze probiert totzuschwiegen, obwohl eigentlich ein offenes Geheimnis war, dass es das passieren ist. Weil wir haben gerade vorher gesagt, dass Social Media nicht, der Rico hat gesagt, Social Media ist ja nicht so bedeutend im grossen Ganzen. Oder mehr oder weniger hat er implizit das mal angedeutet. Das ist ja nur ein Tweet. Manchmal ist es eben nur ein Tweet, nicht nur ein Tweet. Manchmal ist es ein PR-Desaster. Ja. Und Garmin hätte dort hingehen und sagen, Leute, ja, Cyberangriff, ja. Leicht beschissene Situation, auch ja. Wir haben im Moment ein größeres Problem, auch ja. Aber eure Daten sind nicht in Gefahr. Das wäre die einzige richtige Reaktion gewesen. Und genau, sie sind reingegangen und haben einfach über Tage hinweg totgeschwiegen bis am Montagmorgen. Und dann Mitarbeiter, weil Social Media die macht, hat Social Media eben doch, dass dann nachher Mitarbeiter hindurch sagen, hey, ah shit, ich bin da am Arbeiten und irgendwie, es ist Donnerstagabend und fuck unsere ganze Datenbank. Da muss ja nur einer kommen von diesen richtig, paar hundert, die dort arbeiten und das sagen. Und dann ist es schon durch. Also ich nehme an, dass die meisten das auch gleich durchgeschwiegen haben und sich ein Füßchen gelacht haben und am Feierabendbier, das den Kollegen erzählt haben. Aber wenn einer das twittert, dann... Also das Problem bei so einem Fall ist, wenn so etwas passiert, hast du kein Feierabendbier. Aber es gibt dort ja auch irgendwie eine Trudi aus dem Büro, die Buchhaltung macht und die geht um 5 ins Yoga. Und die hat dann für Abend. Aber was ist denn jetzt der Punkt? Also weißt du, was ist denn jetzt mit den Daten? Wie ist denn jetzt die Situation? Also, Daten sind, soweit ich das beurteilen kann, als Konsument nach wie vor sind alle da. Also meine Uhr hat alles gespeichert in der Zwischenzeit. Ich habe zwischendurch noch ein paar Workouts gehabt. Aber haben die Daten jetzt auch, sind jetzt einfach irgendwo zugänglich für andere Leute? Ja, das weiß man nicht. Und haben sie die 10 Millionen gezahlt? Das weiß man nicht. Aber sind die Daten wieder rum, sind die Server wieder ab? Ja, also am Montag war es ein bisschen langsam gewesen, mittlerweile ist es relativ verlässlich. Ich kann jetzt mal aber du hast aber deine Daten wieder drauf, oder was? Ich habe nie Datenausfall gehabt. So ist plötzlich Marathonläufer. Weißt du, Heilige Brasilien. Ich habe immer noch die Server-Maintenance-Warnung. Ah, okay. Jetzt, ja, also ich schaue für die jetzt nicht schauen, ich habe gerade die App aufgemacht. Ich habe immer noch die Server-Maintenance-Warnung. Ich sagen, das gibt es bei uns auch gesehen, wo ich das Gefühl habe, ja, wir haben doch jetzt keine Wartungsarbeit. Und es steht einfach. Und es ist etwas abgefuckt. Ja, wir können jetzt nicht mehr, ich will nicht über den Donnerstag reden. Donnerstag war ja bei Garmin der Tag gewesen. Ah, voilà. Den dann ja, deployed. Also, ich habe es am Donnerstag. Devastating Donnerstag. Ja. Also, gut, dann
dann kommen wir sonst zum nächsten, und zwar dort ist auch das Video rausgekommen, und zwar von der Galaxy Watch 3, glaube ich. Recht ein ausführliches, oder? Doch, recht ein ausführliches Video, wo da schon das ganze Hands-on gezeigt hat. Ja. Ich bin auch nicht so, also ich glaube, der Luca hat einen Galaxy Watch. Gut, er hat einen, ja. Designmäßig, du siehst wieder so ein gleich aus. Ja, unspektakulär. Aha, ja, ich kann. Der gleiche Ring wieder und. Wir hatten schon mal Smartwatches Thema gehabt und 1,2 Zoll Display. Ich frage mich einfach immer noch, ob jetzt das wirklich. Gut, ihr habt beide eigentlich, die brauchen sie. Aber es ist auch nicht riesig. Was hat es noch? Die haben das einen Dingssensor, gell? Ein ECG. Wie sagt man? Wo der Elektrokardiograph. Das hat die Apple Watch. Ja, und die ganzen Sportwatches sind es. Die haben das auch, ja. Ja, also meine hat es schon. Wie viel hast du jetzt für das? Was hast du für ein Garmin? Das ist Garmin Tactics Delta. Wie viel zahlst du für so etwas? 700 Ungrad. 700 Ungrad? Ja, aber dafür habe ich irgendwie 20 Tage Akku. Aber das ist eine Sportuhr und das andere ist wirklich ein Smartwatch, oder? Ja. Was zahlst du für Galaxy? 500 wahrscheinlich. Nein. Weniger. Das wüsste ich jetzt aber nicht mal. Ich schaue es noch für dich. Was hast du für einen? Ich habe einen Suunto 7 oder so. Also, aber das ist auch ein Smartwatch. Nein, es ist eben ein Smartwatch. Also die hat Wear OS drauf. Und ein Suunto Launcher noch dazu. Ja, ja. Dann machen sie es noch. 300 Steine kostet 2. Galaxy Watch Active 2 kostet aber das 300 Stutz. Muss ich sagen, da wäre ich dann vielleicht auch noch in der Market. Aber das ist eine, die du jeden Tag laden musst, oder? Das ist dann das, was ich einfach immer vergesse. Sieht einfach scheiße aus, finde ich. Das Design gefällt mir gar nicht. Von dieser Galaxy Watch. Ja, lustigerweise sieht sie auf dem Bild, auf den Vorschaubildern, hast du das Gefühl, sie ist eine Oberfläche, nur ein Display. Aber nachher im Video gesehen, sie hat den Ring zum Drehen und dann sieht einfach. Die Bedienung von diesem Ring ist noch. Das ist noch clever. Ja, der Ring ist geil, aber ja. Das hat die halt aber schon gehabt. Ja. Ja, die haben es, ich glaube, seit dem Eis schon. Also Samsung sind die ersten, die da den Ring hatten. Apple hat ihre Krone. Oppo hat jetzt 2 Knöpfe da. Oppo ist die Wusste wie die Apple Watch. Nein, es ist so. Sie sieht aus wie die Apple Watch. Absolut, sie sieht aus wie die Apple Watch. Außer, dass sie eben das Ding nicht so einen 2 Knöpfe. Und einen, und das ist geil, einen davon kannst du frei konfigurieren. Ich finde es immer geil, wenn uns ein Hersteller einen Knopf gibt, wo kannst du etwas machen. Kannst du bei der Suunto auch. Vor allem bei einer Uhr, bei einem Handy finde ich es schon geil und brauche ich auch, aber bei einer Uhr finde ich es noch viel geiler, weil es gibt einfach, da hat jeder jetzt etwas anderes drauf. Ja, mega. Die einen wollen unbedingt das Wetter sehen, wenn du draufklickst, die anderen wollen unbedingt irgendwie, was heisst ich, die letzten Nachrichten, und die dritte wollen irgendwie Porno schauen. Aber das, auf der Uhr? Auf der Uhr. So in 400x400 Pixel, das ist wieder mal 1998. Warum habe ich es gesagt? Von wie hat es geheißen? Shazam? Ja, genau. Und aufs Beste kommt. LimeWire. Napster. Aber das finde ich auch. Vor allem bei einer Uhr macht das unglaublich viel Sinn. Ich glaube, bei einem Handy ist es zum Beispiel nicht mal so. Da kannst du andere Wege finden und so. Aber bei einer Uhr, das ist schon geil. Weißt du, was das geilste Feature ist, das ich immer in einer Uhr gehabt habe? Wenn wir es gerade von Features an einer Uhr haben. Und das ist bipolar. Bipolar, wenn du am Säckler bist, kannst du einfach so machen und danach macht es dir einen Lauf. Also das passiert an deinem Wort. Aha, du kannst einfach draufhauen. Da musst du einen Knopf drücken, um es zu pausieren. Ja. Und eins, um es neu machen, da kannst du einfach draufhauen. Und das ist gerade, wenn du im Ding hinein bist, dann bist du nicht so viel Motor. Also ich jedenfalls nicht. Ich bin allgemein kein viel Motor. Du hast keinen Wurstfinger einfach, oder? Ja. Ich bin fast sehr empfindlich. Die Oppo übrigens, die neue, die soll ja auch Wear OS haben. Während die letzte hat irgendwie ein eigenes gehabt. Das ist korrekt. Interessiert mich dann wieder halbwegs. Aber ja, dort muss Google mal nachlesen. Also kommen wir zum nächsten, wirklich wieder League, und zwar Oculus Quest 2. Das ist die mobile Standalone-VR-Brille von Facebook, von Oculus. Ja. Und ist jetzt einfach weiss vom Design her, sieht jetzt rein äußerlich, erkenne ich jetzt nicht grosse Unterschiede. Soll aber ein bisschen leichter sein, noch ein bisschen besser sitzen. Sonst habe ich jetzt noch nicht so viel Specs gesehen. Hast du Quest zuhause, oder? Ja. Brauche sie aber auch schon wieder sehr selten. Aber ich finde die Quest immer noch, ist halt einfach geil, weil der VR-Schüssel, es ist einfach immer so ein Hassle, wenn es mit dem Kabel am PC und so. Und musst schon sagen, die einfach wirklich einfach anlegen, loslegen. Das, weißt du, vor allem anlegen und starten gerade, kannst du gerade anfangen, dann machst du es auch eher mal.
Also ich spüre das VR-Zeug voll nicht, grundsätzlich nicht. Ja, das liegt auch aus den Augen, das kann ich erst das Problem. Nein, es ist wie so. Also wenn ich sehe, ich habe zum Beispiel Google Glass, habe ich ein mega faszinierendes Projekt gefunden. Und zwar nicht jetzt für mich als einer, der WhatsApp wird lesen. Wo ich es gerne hätte, WhatsApp und Karten, und hast du nicht gesehen, und dazu hätte ich gerne auf dem Helm, auf dem Visier. Das gibt es das noch nicht, so TÜV Helm? Es ist so ein am Kommen, aber es ist noch nichts, wo ich so ein Heads-Up-Display im TÜV. So Iron Man-Style wäre hure geil. Aber so ich bin Biken auch letztens gedacht. Der scheiß Weg, weißt du, wenn du im Trailer bist und so, und dann muss immer einer das Handy führen, der nächste irgendwie im Weg und dann scheiß auf der hure Map reinzoomen, das ist jetzt das Weg und so. Das wäre also, geil, wenn's, bei Google Maps gibt es. Kannst du so Augmented Reality, also kannst du die Kamera aufheben und dann zeigt er so dort. Das gibt es, ja. Aber beim Biken habe ich nicht das Handy so die vorne. Nein, eben, ich habe es auf dem TÜV nicht. Also ich meine, ich kann schon mit dem Quadlock das machen. Ich mache es früher oder später auch. Aber auch dem musst du immer runterschauen. Ja, voll. Oder? Aber ich schaue den nicht auf die Straße und das spüre ich halt nicht. Weil eben, das ist ja der Scheiß. Das ist der, mich umbringt und nicht mein Handy. Genau, das finde ich das Geilste bei diesen Autos. Ich fahre sehr selten Auto und ich bin auch ein unglaublich schlechter Autofahrer und so wegen dem. Aber meine alte Mitbewohnerin, die hat ein BMW gehabt, dann hat sie die nachher irgendwie das vorne anprojiziert, irgendwie, wie schnell das du fährst. Ach, so an die Windschutzchip. Das gibt schon seit, die Technologie gibt es seit den 80er. Aber es macht einfach niemand. Aber das habe ich sehr, sehr angenehm gefunden. Weil da muss ich nicht auf den Tacho schauen, sondern habe immer die Straße im Sicht und im Blick. Und so. Das ist doch ein Sicherheitsfeature eigentlich. Und eben, von dem her habe ich das Projekt Google Glass mega geil gefunden. Und, aber auch im industriellen Kontext. Also für, ich glaube, Google Glass und VR oder Augmented Reality wird mehr im Geschäftsumfeld relevant sein. Also wenn du zum Beispiel, wenn wir bei Fahrzeugen bleiben, einen Motor kannst anschauen und das macht dir ein Overlay vom Motor, wie er aussehen sollte. Und dann kannst quasi Fehler suchen. Oder ich kann auch vollautomatisch schon anzeigen, wo etwas nicht stimmt. Dann musst du echt punktuell, du sparst Zeit, du sparst Ressourcen, du sparst Werkzeuge und du musst weniger am Motor rumhebeln. Also das so Zeug finde ich geil. Oder auch Chirurgen, also weißt du, die Möglichkeiten sind absolut schier unendlich. Oder das VR-Center da in Altstädt, wo ich war zur Eröffnung und so, die hat mir off the record gesagt, schau jetzt, ja klar, wir machen das da irgendwie für lustige Truppen, wenn die in ein Game gehen zocken, aber längerfristig, wenn die zum Beispiel, wenn du irgendwie Architekt bist und du baust ein Haus für jemanden und dann könnt ihr schon mal dort hin und könnt das sogar besichtigen und sind wirklich drin. Weil ich meine, so wie jetzt schon gemacht, Änderungs- ja? Eben. Ja. Und die, das ist einfach dort, wo du dann den Köln holst, oder? Ja. Wenn du dann nachher ein paar Reiche von der Goldküste ihre Villa begehen, dann nachher kannst du dann ein paar tausend Stutz aus den Taschen rausziehen und nicht einfach 25 für einen, der irgendeinen Zombie-Shooter weggehen. Ja, aber das habe ich schon immer gesagt, dass das VR-Zeug wirklich, ich habe es beim Half-Life gemerkt, das ist einfach. Das ist wirklich Next Level gewesen. Also das ist einfach, das ist wirklich etwas, was du in anderen Games nicht erleben können. Aber ich finde immer noch, Technik ist einfach immer noch zu wenig weit. Ich wollte, das Zeug muss leicht, das muss bequem sein. Ja. Ich wollte eben nicht, jetzt ist ein Kompromiss mit dem Mobilen, hat halt eben so einen Smartphone-Chip drin, oder? Ja. Und der Game ist nicht deine Hardcore-PC-Games. Kannst sie auch mit Streamen, funktioniert es noch nicht so sauber. Aber das ist auch eine Frage der Zeit. Und dann finde ich das schon geil, mal einfach wirklich eintauchen, nicht schlecht werden, super Bildqualität, etwas schönes Licht auf dem Kopf, ja, dann wird es richtig geil und das ist früher oder später haben wir das nicht. Ja, ich glaube, es ist ja, das ist aber das, was ich, den Punkt habe ich auch beim Half-Life übrigens. Also ich glaube, VR hat einfach gewisse Grenzen, wo du gar nicht kannst irgendwie beseitigen. Weil du läufst im Half-Life um, bist aber fix auf deinem Stuhl. Ja, das schon. Und das, und dort hat VR das grosse Problem. Weil nicht jeder hat eine Turnhalle daheim, wo er nachher kann. Oder eine Treadmill oder so. Ja, VR also ist Ready doch Player gern. One hat dort recht eine interessante Lösung. Wir machen dir das. Ja, sie haben so mehr oder weniger ein Rig, wo du dich drin tust und du kannst dich um 360 Grad drehen. Eigentlich. Ah ja, also, das gibt es aber schon. Ja. Aber also einfach nicht, das ist irgendwie ja, das ist prototypmäßig und so. Aber ich glaube, dann ist eben, darum, VR glaube ich noch immer, ist brillant, für wenn du in einem Sitz hineinsitzt, wie in einem Racing-Game, in einem Flugsimulator, in irgendwie Space-Simulator und so. Dann ist VR rasend. Aber sobald man muss laufen oder sich, das gibt es ja schon auch. Also weißt du, so irgendwie zwei, drei Anwendungen, wo du nur dich in einem beschränkten Rahmen musst bewegen und dann funktioniert es auch. Aber sobald du aus dem Rahmen raus musst, funktioniert für mich VR nicht.
Man kann ja natürlich auch laufen, sich selber steuern. Ja, aber das ist dann ist, genau, dann wird er schlecht und dann ist der ganze fucking Witz vom VR ja doch durch, weil du nicht selber aktiv das machst, was du siehst. Nein, es ist im Fall, eben, du müsstest wieder mal eins gamen. Also ich finde schon, also beim Half-Life ist wirklich das schon ein beeindruckend. Ja, und ich habe mich wirklich, ich habe mega wenig Platz gehabt. Und man hätte es auch sitzend gamen können. Aber das ist wirklich einfach, du bist so viel aktiver. Weißt du, einfach wirklich und nicht einfach Gimmicks. Oft sind die VR-Games so Gimmicks. Du kannst nicht etwas umrühren und so. Aber das hat wirklich Laune gemacht. Also komm, ich nehme heute die VR-Brille ein und lade das Ding ab. Der Kevin ist jeder für ihn. Ich kann sie auslehnen. Der merkt sie nicht. Also komm, aber bleiben wir gerade bei Games und so. Eben, shit, jetzt habe ich den Namen wieder nicht richtig. Aber ich glaube, sie hat irgendwie Xbox Games Showcase. Immerhin die drei Wörter in welcher Kombination auch immer, haben sie ihre neuen Games vorgestellt. Und zwar, ich habe jetzt Story schon dazu gemacht, sind fast ausschließlich oder nur von Xbox, also von Microsoft Studios gewesen, für ihre neue Konsole. Und es ist alles für den Xbox Game Pass verfügbar. Genau, jedes das hätten sie fast noch ein bisschen mehr betonen. Aber ja. Ja, genau, es sind einfach Haufen Games vorgestellt, wo du aber alle auf deiner aktuellen Xbox kannst gamen, alle auf dem PC kannst gamen. Oder eben auf der neuen Xbox Series X. Und ich wollte jetzt nicht auf alle eingehen, überhaupt nicht. Mehr so ein bisschen, was rausgestochen ist, für mich so ein bisschen das Halo Infinite, wo ich wirklich sehr... ich bin jetzt kein spezieller Halo-Fan. Die machen ein neues Halo. Ja. Wie das erste habe ich da ausmal gespielt. Ja, das sieht auch so aus, wie es ist. Dann fühle ich mich ja richtig abgeholt. Ja, dann bist du abgeholt. Danke Microsoft, sehr lieb. Es ist einfach jetzt ein bisschen open-worldig. Die einen haben aber gehofft, dass es so einen Multiplayer... weißt du, so ein bisschen Destiny-mäßig, kannst mit Kollegen zusammen... Ich würde rasend ein MMORPG im Halo-Universum, weil ich meine, ganz ehrlich, ist wie jedes andere Game auch. Und du kannst, weißt du, wie geil? Du kannst Microtransactions haben. Weißt du, wie geil? Hey, ich träume in der Nacht von Microtransactions. Das machen sie eben nicht. Das ist krass. Das ist das Geile bei Sony und bei Microsoft, dass sie First-Party-Titel gibt es einfach keine fucking Microtransactions. Das überlässt der dritte. Ja, aber das ist ja der ganze Witz weg. Ich meine, Entschuldigung, Star Wars Battlefront oder wie das eigentlich heisst, wo der Darth Vader ist, wo sie kaufen. Ja, hey, sorry, das ist super. Beste Idee ever. Das ist gratis Geld. Das haben sie nachher, glaube ich, gut aufgepatcht. Also ich has, bei mir ist ab dem Moment aus meinem Blickfeld verschwunden und ich habe es mir auch nicht gekauft und so. Und dann nach einem Jahr irgendwie ist plötzlich rausgekommen, hey, das Game ist im Fall wirklich gut. Und im Fall die Heroes musst du gar nicht mehr kaufen, weil Disney schwierig da hat. Und jetzt ist es, glaube ich, wirklich ein gutes Game. Aber andere Geschichte. Aber genau, ja, was auch nicht, ist ein okay Auftritt gewesen, hat mich jetzt nicht aus den Socken gehauen. Die Resonanz ist aber generell schon eher positiv gewesen. Ist wirklich nicht schlecht gewesen. Ich finde, sie haben eigentlich gemacht, was sie hätten sollen. Ja. Sie haben halt vielleicht nicht so die fetten... Bei der PlayStation hat es mich noch ein paar mehr Titel drin gehabt, die ich interessanter gefunden habe. Aber wenn ich jetzt mich daran erinnere, fällt mir außer das Katzengame, wo das Cyberpunk-Katzengame und Spider-Man kein sein. Mehr schon, das neue Horizon. Ja, genau, okay. Ja. Okay. Aber da ist wirklich das Halo. Hast du jetzt sogar Katzen-Cyberpunk? Ja, ich schicke noch den Link. Ist ein Katzen-Cyberpunk-Game in Tokio, da bin ich da. Es sind die Katzen zufällig an der Pizza, weil dann wären sie mit Samurai Pizza Cats. Mag ich daran an die erinnern? Es wird super. Die sind immer noch die Ninja Turtles. Ach, stimmt. genau, aber Halo Infinite, ja gut. Ja, ich habe optisch vor allem so ein Mau, aber du, man kann mal ausprobieren. Ein neues Forza haben sie noch. Es heisst jetzt ja alles, sie sind jetzt wieder an dem Punkt angelangt, wo alles wieder gleich heisst wie irgendwie das erste Game. Darum heisst es Forza Motorsport wieder Forza Motorsport. Es ist jetzt abgelaufen, der Name. Aber kein Rennen. Anstatt 7. Kein Rennszene, das fragst du dich schon ein bisschen. Nein, sie haben einfach so ein bisschen. Ja, mal. Also, sie haben irgendwie Laguna Seca, aber nicht in-game. Aber sie haben einfach gezeigt, wie es ein paar GT-Karren oder. Nein, Elite. Du könntest bei Microtransactions nachrüsten, da fände ich nicht. Aber das ist eben auch komisch, weil sie haben dort in dem Game haben sie Karren gezeigt, die eigentlich des Todes sind, weil die gar nicht mehr fahren. Die haben so LMP Le Mans Prototypen gezeigt. Mhm. Die sind, die Klasse gibt es nicht mehr. Was eigentlich auch weird ist, wieso machst du das? Wieso zeigst du Game-Ausschnitt mit Prototypen? Gut, aber es gibt immer Games. Die haben ja immer so Prototypen in ihren Games gehabt. Ja, nein. Es ist Le Mans Prototypen. Sorry, jetzt kommt da der Race-Nerd in mir. Nächstes Jahr kommt eine neue Autoklasse und dann müsstest du doch die bringen. Dann müsstest du doch die Hypercars bringen, die jetzt in Le Mans fahren. Und nicht Prototypen von vor zwei Jahren.
Ah, weil es diese Version jetzt gibt. Ja, weil, also, weil die, ja, die Version, die Prototypen, die jetzt dort drin sind, das ist die letzte Saison, die ich fahre, glaube ich. Mhm. Oder zweitletzte. Und nächstes Jahr kommen dann die Hypercars, wo man noch nicht richtig weiss, wie sie aussehen. Ja, aber beide im, ja, darum nein, können sie nicht. Aber im Trailer das zeigen, das meine ich. Sorry, jetzt, wahrscheinlich haben jetzt alle schon abgestellt, dass sie nicht wissen, von was ich rede. Nein, tut mir leid. Wenn du realistisch willst, eine Autoszene abbilden, dann musst du Autos haben, die es schon gibt. Weil ich meine, es ist mein gerade so die normalen, so die X2, X3 von der BMW zum Beispiel, die sind einfach iterative Updates immer mal wieder. Ein bisschen. Und ja. Dann kannst du mal irgendwie neu, ich jetzt Android Auto seit irgendwie gestern oder so nach 5 Jahren. Das ist ja, massiv schlecht. Aber so Hypercars, wo wirklich um Performance gehen, hey, die zeigen es dir, wenn es Glück ist, die Öffentlichkeit irgendwie 2 Tage, bevor sie erst rein. Nein, aber Gran Turismo hat das gemacht. Gran Turismo ist zu den Autoherstellern und gesagt, ihr macht einen Prototyp, wo ihr aus euch nicht träumt, wo ihr denkt, so sieht das Auto aus und das gibt es nur virtuell. Der Red Bull X schießt mich tot, wo so eine Technologie hat, die man in der Formel 1 nach einer halben Saison verboten hat, wo quasi mit einem Propeller sich an die Strasse ansaugt. Geil! Um mehr Kurvenhaftung zu haben. Und das habe ich immer geil gefunden. Oder? Und die haben das gemacht und da gibt es X von diesen Herren und so. Das hat Gran Turismo zum Beispiel sehr geil gemacht. Und jetzt kommt Forza und macht einen Trailer mit Le Mans-Prototypen von vor 3 Jahren. Das frage ich mich einfach, aber... Ja, ja gut, anyhow. Jedenfalls, das Geilste war eigentlich The Gunk. Einfach ist der geilste Name und das geilste Logo. Was ist das schon? Das ist von den SteamWorld-Macher. SteamWorld ist, von denen gibt es 3 Spiele, wo in dem SteamWorld Quest, SteamWorld Dig... Es sind 3 verschiedene Spiele, sind aber immer mit so Robotermenschen. Weißt du, so ein bisschen Steampunk-mässig halt. Und... Das ist jetzt aber in 3D und du bist auf irgendeiner komischen Alien-Welt, suchst den Gunk ein. Keine Ahnung, hat einfach grafisch noch geil ausgesehen, der Name ist geil und wie gesagt, SteamWorld habe ich alle cool gefunden. Gut. Aber ich glaube wirklich, der Haupt-Takeaway von dem Showcase ist schon gewesen, einfach, du brauchst, also zumindest als PC-Spieler, keine Xbox und das einfach der Game Pass, der ist einfach Killer. Wir haben es wirklich schon ein paar Mal gesagt und da ist wieder krass. All die Games sind drin, weißt, die haben wirklich ihr Netflix-Abo. Aber du kennst es jetzt vielleicht auch nicht so. Du zahlst. Es gibt das, du kannst den Game Pass haben nur für die Xbox, nur für PC oder für beides. Dann ist es der Ultimate. Der wird dann im September sogar noch ihr Cloud Gaming-Dings auch noch dazu haben. Und dort hast du alle Microsoft Studio Games hast du ab dem Launchtag dort drin. Plus diverse andere. Also es sind irgendwie über 100 Games. Und das ist wie so Netflix. Herr, was ist mega strange, wenn du das zeigst. Und es ist gerade in Verbindung mit Microsoft. Ich merke auch, also gerade auf Smartphone-Ebene, sie probieren, jetzt, das klingt jetzt recht abstrus, aber Microsoft probiert im Moment ganz fest über PC, also über Geräte und Systemgrenzen rauszukommen. Also sie machen ja mega mit Samsung-Geschichten, ja, dann kommst genau du und die probieren die Lücken zwischen Geräten zu schliessen. Das finde ich wahnsinnig. Ja, da merkst du extrem, sie wollen einfach, Konsole ist jetzt ganz offenbar sekundär, sie wollen einfach, hol dir das, einfach Services, sie wollen, hol du dir den, das will ja Apple und so auch, sie wollen, hol dir den Game Pass und klar, du hast dann halt die PlayStation-Exklusive, die hast du logischerweise nicht, aber eben, Xbox hat auch keine schlechte und eben preis-leistungsmässig, also ich meine, für 10 Stutz im Monat und dann kannst du das Halo spielen, du kannst das Forza spielen, du kannst den Gang spielen, du hast all die huren Games. Alles! Das ist aber geil. Und also das hat im Fall, das ist mir viel zu wenig bei all diesen Beiträgen und Tweets und Journalisten-Geschichten rausgekommen, dass das eigentlich insane ist. Ja. Alle schauen nur, ja, aber die Games und so haben die. Aber wenn du dir überlegst, die haben irgendwie, 20 Games vorgestellt, wo du 60 Stutz willst abladen pro Game, 20 mal 60. Wenn du es normal hättest. Aber du kannst 20x60 1200 Schutz willst abladen. Oder du ziehst dir den Game Pass für 15 Stutz im Monat und kannst alles spielen, Mann. Das ist doch so krass. Yeah. Aber das ist etwas, das macht viel Spaß. 10 Stutz, glaube ich, sogar nur. 15 ist der Ultimate, glaube ich. Ja, oh, geil ist das aber. Das ist immer noch gut. Mhm. Aber das ist genau ein Fehler, den ein Haufen Leute machen, auch sowohl auf Journalistenseite wie aber auch auf Konsumentenseite. Sie sehen Sachen nicht in einem grösseren Kontext. Ja, das ist so. Das ist genau das, was ich meine. Ich meine zum Beispiel der Game Pass. Was bedeutet der für die Game-Industrie? Okay, er kann die Game-Industrie komplett torpedieren. Ja, oder er könnte sie auch massiv beflügeln. Aber ich bin mir sicher, dass Microsoft die Rechnung gemacht hat und gemerkt hat, hey, komm, wenn wir so machen, geht uns kein Geld durch die Lappen. Genau. Also, wenn wir
natürlich so und so viele Kunden haben. Sie haben es vielleicht jetzt ein bisschen schlecht beworben und so, aber ich meine, ich habe den Games Pass, Xbox Game Pass seit einem Jahr, etwa, oder? Für den PC. Ich game teilweise in einem Monat kein einziges Game von dort. Aber es ist mir scheißegal, weil ich game dafür nachher Games durch. Dann, weißt du, ich habe anstatt 60 Stutz zahle ich 10 Stutz für jetzt, das Game. Gerade jetzt habe ich zum Beispiel wieder, weil es ist dann auch wie Netflix. Ich habe jetzt zum Beispiel gerade 3 ausprobiert. Ja, genau. Und ich, klar, ich hätte sie vermutlich nicht gekauft. Aber ich meine, ich finde, Games ausprobieren ist einfach geil. Und dann spielst du 1 Stunde das, 3 Stunden das, 5 Stunden das. Das Monster, das ich dir geschickt habe. Wie heißt ich habe das Carrion gespielt, Grounded gespielt. Über das können wir dann im, machen wir dann auch noch Let's Play dazu. Das ist eben das. Liebling, ich habe die Kinder. Ja, Honey, I Shrunk the Kids Game, Survival geil. Game. Und das ist dort drin. Das ist jetzt also nur 30 Stutz verkostet, gibt es auf Steam. Aber es ist halt gerade dort drin. Und dann Games, dann ist. Ich bin eben eh recht ein Fan von irgendwelches Zeug as a Service. Ja. Also ganz ehrlich, ich meine klar, ich bin noch recht altmodisch, zum Beispiel Musik habe ich am Anfang noch gerne gehabt, wo ich es selber besessen habe. Aber jetzt mittlerweile bin ich auch recht loyaler Spotify-Kund. Ich bin als Hobby-DJ muss ich noch Musik besitzen, aber durch ja, klar, aber du hast einen spezifischen Use Case. Ja, aber es ist du auch inkludierend. Ja, ich bin die Ausnahme und ich mache es aber auch nicht. Und darum habe ich auch sehr wenig DJ-Auftritte, wenn ich will. Aber es gibt Lösungen mittlerweile mit Streaming-Diensten. Das ist ja dann sowieso, es ist ein zweischneidiges Schwert. Weil dann kann jeder kommen und sich Shit wünschen und du kannst nicht mehr sagen, habe ich nicht. Sondern dann musst du Kopfdarmin an. Also, dann musst du wenigstens sagen, spiele ich nicht. Ich spiele nicht irgendwie Ula Palu vom, wie heisst da der Neonazi aus Österreich da? Der Berg-Nazi. Nein! Der Ding! Der hure Nazi-Schlager-Klon da! Heino! Nein, Mann! Sage, DJ Ötzi. Ist ja gleich. Auf jeden Fall, aber das spiele ich also nicht. Also Österreich und Nazi ist ja entweder Hitler oder Heidar. Nein, oder da, der, wo ich zum Glück den Namen vergessen habe, der so eine Heimatverbundenheit vorgaukelt und dabei einfach ein fucking Nazi ist. Egal, es geht aber wohl im Fall zum Thema Volksmusik und Heimatverbundenheit und heile Welt. Habt ihr gewusst, dass die grösste Menge Kokain auf der Backstage-WCs mal irgendwo vor 10 Jahren am wie heisst das hure Volksfest Landmusik Fernsehsendungs Dingsbums ZDF Sommergarten oder? Oder habe ich mal irgendwo gelesen, das und die Geschichte ist geblieben, dass die alle massiv auf Koks sind und wenn zum ja, Teil die Video kennen die Woodies? Ja, ja. Das sind da die piefenden Idioten, die da komplett high vor der Kamera, die sind so gut. Da musst du irgendwie Koks nehmen, damit der Shit aushalt ist. Ja, eben. Das ist eben genau das, was ich euch zeigen. Das ist so. Also, genau, sonst Xbox, genau, easy gewesen und es hat dann aber auch wieder, es ist nicht die letzte gewesen, wird noch mehr Showcases geben, wird noch mehr das Zeug zeigen. Dann der nächste, was ich da drauf habe, das hat dir dann eigentlich Luca erzählt, aber gut, ich habe ihm ja den Link geschickt. Es gibt ja die neue The Witcher-Serie, die aber eben vor der Geschichte vom Hexer spielt. Irgendwie 1200 Jahre vorher. Ohne den Mann. Ohne den Witcher selber. Ja, weil der ist ja nur irgendwie 100 oder so, ist der, glaube ich. Oder weiß ich nicht. Der kann schon auch älter werden. Ich weiß gar nicht, wie er alt ist. Ich glaube, er ist um die 100 in diesen Geschichten. Ja, passiert ja mal etwa die. Bin ich auch schon etwa 100, ja. Die vergewöhne ich am Samstagmorgen. Ja, sie können einfach die Witcher, die können eben einfach länger, die werden älter durch die Transformation, die sie da hinter sich gebracht haben. Aber eine sechsteilige Spin-off-Serie einfach. Aber das ist nicht, also der Witcher gibt es nochmal eine zweite Staffel, oder? Das die gibt es, die kommt glaube ich sogar. Ah, da haben sie sich verschoben. Ursprünglich wäre sie nämlich das Jahr noch kommen. Da weiß ich jetzt gar nicht mehr. Ich habe es einfach noch spannend gefunden, weil das ist... Entfernt sie sich ein bisschen vom Game. Ja. Ich habe die erste Staffel von Witcher habe ich so mühsam gefunden. Du hast zum Teil Szenen gehabt, wo du genau gewusst hast, die sind gedreht worden, dass die Fans vom Game... Schau, das ist jetzt Jennifer irgendwie Schaumburg und das ist voll gut. Das ist voll gut, das ist wie ein das Game. Das ist aber das ist eigentlich eine Buchvorlage. Was irgendwie, also, ja, voll, aber ich habe die Bücher auch nicht gelesen. Ah ja, eben. Also The Witcher, die Fernsehserie... The Witcher, die Fernsehserie ist... Ich habe sie gelesen, ja. Ist meine erste... Dings gewesen. Und ich habe gemerkt, dass das einfach Pandering war zum Teil und das habe ich irgendwie so gefunden. Ja, das ist schon geil gefunden. Ja, das mit dem in seinem Bottich, das ist ein total anspieliges Game. Ach, also Intro von Witcher 3. Ja. Aber gleich, das, ich habe es schon geil gefunden. Nein, genau, aber hier einfach, das ist, so wie ich das kann beurteilen, nicht, das beruht ja nicht auf den Büchern von Sapkowski.
Nein, weil der hat, ich habe ja alle gelesen, die sind immer irgendwie, nicht immer um The Witcher gegangen, aber immer in dieser geschichtlich, in dieser ähnlichen Zeit gewesen. Darum, da kann man gespannt sein, ja. Aber da habe ich jetzt sehr wenig auch dazu ja. beizutragen. Ich warte einfach. Der Luca hat da kniffen. Genau. Bis du das nächste Thema ja. vorstellst, wo ich dann etwas dazu... Ah, der, wir haben auch noch mal eins reingeschoben, und zwar hat Sony eine neue Kamera vorgestellt. Und dann habe ich gedacht, kannst du noch kurz davor stellen. Oh mein Gott, also ich muss vorausschicken, ich fotografiere von Sony A7S II. Und jetzt ist die Sony A7S III vorgestellt worden. Und auf die Kamera, seit ich meine Sony A7S II habe, hadet sich Gerücht hartnäckig, dass quasi, egal was für ein Tag ist, nächste Woche kommt die. Wir sind sicher schon an 3 Messen gewesen, wo es geheißen hat, jetzt aber ganz bestimmt. Kommt sie jetzt nächste Woche? Die ist jetzt da. Ist jetzt ist sie endlich Realität. Und es ist so die Vorspannung, die wir hatten auf das Gerät. Also wenn sie... Die Kamera hat quasi müssen das Alpha und das Omega von der Kamera sein, weil alles andere ist nicht gut genug gewesen, nachdem wir jetzt 3 Jahre darauf gewartet haben. Also in 3 Jahren hat man jetzt auf die gewartet? Gut, ja, voll. Natürlich, man muss dazu sagen, dass natürlich die Cycles bei Kameras deutlich länger sind als zum Beispiel bei Smartphones und so. Also 3 Jahre ist eigentlich ein normaler... Ja, aber es ist eben vor 3 Jahren ist die Kamera, also das A7S II ist vor 3 Jahren schon alt gewesen, in Anführungszeichen. Aha. Und jetzt ist das A7S III schon wieder korrekt. Alt? Nein, die ist nicht alt, die ist jetzt brandneu. Ja, logisch, aber... Und was ist jetzt so geil an der? Weißt du, geil, okay. Du kannst die ganzen Zahlen nachlesen, aber wenn du in der Praxis schaffst, es gibt 2-3 Sachen, die richtig geil sind. Erstens, sie hat einen Touchscreen. Zweitens, hat die alte nicht gehabt? Nein, die alte, A7S II ist alt. Die ist wirklich, wir reden da von einer alten Kamera, also alt. Prä-Touchscreen. Sie hat einen Touchscreen. Sie hat, den Touchscreen kannst du auch drehen, also du kannst quasi die Kamera so heben und dich selber filmen. Also voll Vlogger. Nein, gar nicht. Also ja, auch, aber, aber nicht nur. Und was ich mega, mega geil finde, ist 4K 120 FPS. Was? Ich zitiere die ersten Tests mindestens eine Stunde. Das Ding überhitzt nicht mehr. Ja, gut, stell dir mal vor, das Ding röstet eine Stunde lang auf 4K 120 FPS, hat erstens den Akku, um das auszuhalten, und zweitens überhitzt es auch nicht. Ich meine, holy shit, ich brauche das. Ich weiß auch nicht konkret für was. Aber sie ist mega auf Video, oder? Das ist, Sony hat das herausgefunden, dass du musst mirrorless Kamerasystem mit Video-Features. Das ist ihr Steckerpferd. Ja, also oder? Der A7S ist, also vor allem die S-Serie ist ganz... Klar auf Video ausgelegt, also die ist auf Video optimiert, was sie natürlich für meinen Use Case, wo ich filme ja noch die noch ein bisschen und ich fotografiere mehr, weil ich filme, macht es sehr attraktiv. Und auch Steffi Dresch, unsere Videojournalistin vom Dienst, sie schwört auf Sony A7S II. Also das ist schon, also das ist... In dem Preissegment, glaube ich, was kostet sie? 3? Irgendwo, mehr, 5. Ja, ungefähr. 4,5. Body, 4,5, ja. Warum braucht man 4, weil 4K 120, dort denke ich an die neue Konsole, wo 4K Auflösung 120 Frames, muss ich nie theoretisch schaffen. Warum braucht man es? Ja, genau, also bei einer Kamera, nimmt man es noch unter. Ja, Games ist klar, oder? Aber bei... Ist es für Slow-Mo, ja? Oder? Es ist zum einen für Slow-Motion und zum anderen geht es auch ein bisschen um Future-Proofing. Also die... aktuell kannst du es noch nicht brauchen. Ich meine, jetzt Wüstezeit, wenn du auf YouTube aufladest, ist 4K 60 FPS das höchste Gefühl. Nein, Quatsch, 8K 60 FPS ist das höchste Gefühl. 120 hat YouTube noch nicht einmal. Nein, eben, sie haben es nicht, aber du kannst die Daten schon mal sammeln. Ja. Du kannst jetzt zum Beispiel, wenn es verlangsamst, Slow Motion wird einfach wunderschön. Ich meine, die ersten Slow Motions, die ich gesehen habe. Dann hast du noch so ein AI-Tool dahinter und nachher kannst du eigentlich etwas machen, was du sonst nur mit irgendwie 500 FPS oder ja, schon geil. Ja. Absolut gewaltig. Also eben die ersten Slow Motion, schaut unbedingt die ersten paar Videos an, wo sie es produziert haben. Es gibt irgendeinen Kanadier, der gegangen ist, go surfen. Es ist umwerfend. Ja. Absolut umwerfend. Und Kurzfassung von der ganzen News von Sony A7S III ist, wenn auch nur die Hälfte stimmt, wo so stimmt, wie Sony angekündigt hat, kann der Rest ein bisschen einpacken. Das ist schon geil. Also da, ich lese da gerade, der David Lee hat ja die News dazu gemacht. Zeitlupe bis 240 FPS. Zwei Karten. Das ist noch gut. Zwei Kartenslots. Finde ich auch noch lustig. Ja, du kannst einfach, eben, wenn sie da nicht überhitzt, musst du sie nicht zwischen ihnen abschalten. Also du kannst. Also erstens, wenn du 4K filmst, du produzierst unfassbare Datenmengen. Ja, ja. Also 4K und 4K 120 FPS. Mit 60 FPS. Absurdeste Datenmengen.
Es hat ISO 409.600. Jawohl. Jawohl. Es steht erweiterbar. Das check ich jetzt nicht einmal. Sorry? Erweiterbar ist auf das. Was ISO? Ja, sie hat 102.400 ISO, aber erweiterbar bis 409. Es kommt immer noch ein bisschen aufs Objektiv von vorne an. Ach so, mit dem. Also du vereinfacht gesagt jetzt. Ich habe die erste A7 gehabt und seither bin ich ein bisschen weggekommen von wirklich die Kamera. Ich habe meine letzte gekauft. Nein, ich habe nur eine kleine. Ich finde Kameras haben immer noch geil. Ich fettele, auch wenn Smartphones viel können, mittlerweile einfach viel, viel, viel lieber mit proprietären Kameras. Du hast wahrscheinlich Freude am neuen Sony Experience, gerade wo man es von Sony und Kameras und manuell fotografieren. Also geht man es zum Testen. Ich brauche es selber. Das ist natürlich auch rüber. Nein, ey, es ist, dort hat's ein, sie haben jetzt neue AlphaTech ins Phone reingebaut. Aber es ist der beste Manuellmodus, den ich je gesehen habe. Ja, genau das ist das. Der Manuellmodus beim Handy ist meistens irgendwie beschissen und er gaukelt so etwas vor, was nicht ist. Und er ist scheiße zum Einstellen und das hat die Usability ist beschissen und so. Und darum, ich bin jetzt irgendwie in dieser Fuji-Welt irgendwie angekommen, seit ich Tom seine Fuji ausgelehnt habe. Zum 5 Wochen irgendwie durch Japan reisen und Fotos und bin am Anfang nicht klar und habe mich dann so mit deren ein bisschen angefreundet und jetzt will ich nur noch Fuji, oder? Das, so bin ich. Ich bin fucking 37. Ich kann nicht mehr nach 100 System lernen. Für mich ist jetzt Fuji, weißt du? Aber das ist der Fuji-Effekt im Fall. Fuji, alle schauen so. Also ich schaue zum Beispiel Fuji so ein bisschen so, ja, das ist etwas, was existiert, an. Und ich bin ziemlich sicher, wenn ich bei Fuji höre ich die Geschichte mega oft, also ja, dann haben sie mal tanken und damit umgespielt und es ist einfach besser gewesen. Also das ist, glaube ich, Fuji-ihres Ding. Das ist ja geil, ja. Habe ich auch nie auf dem Radar gehabt, der Tom hat mir die mitgegeben und ich so, ja gut, ich hätte jetzt lieber vielleicht irgendeine Sony wählen oder eine Canon, mit vorne mit Canon fotografiert oder auch schon nur eine Nikon und so, dann habe ich sie gehabt und seither will ich nicht mehr weg. Aber ja, da gibt es noch 100 so Sachen, aber am Zollerenz finde ich es geil, dass man einfach eine proprietäre Kamera hat, wo man nur Fotos damit macht und sich auch auf das konzentriert und nicht noch. Die kann auch nicht filmen, ich habe mit der ein paar Videos aufgenommen und haben wir nachher müssen ein Handy zutun, wo besser kann filmen und so, aber ich finde es geil, das zu haben, so, ja. Das noch als philosophische. Ja, ich finde manuell fotografieren nach wie vor geil, obwohl ich mich die ganze Zeit über AIs auslasse. Und vor allem, ich finde es so schön, jetzt gerade im Kontext von dem Sony, habe ich gemerkt, ich finde es pur cool, dass wieder die Möglichkeit besteht, dass du ein Foto verkackst. Ja, das ist ja schon. Also ich meine, das muss ja sein. Das finde ich eben genau. Das ist ja es das ist genau es ist sexy, du musst. Also ich meine, ich bin ja gerne mit dem Töffer Sonnenaufgang unterwegs, weil ich finde es wahnsinnig schön, wenn du die Sonnenaufgang siehst. Mhm. Das ist wirklich etwas. Also jeder sollte im Jahr mindestens einen Sonnenaufgang anschauen. Das finde ich jeden Tag. Das ist fantastisch. Und dann habe bin ich mal am See unten gewesen, und dann ist so die Sonne durch die Wolken durchgebrochen. Und ich habe mit der Sony im Smartphone, im Dorf habe ich natürlich die große Kamera nicht dabei, habe ich das Bild etwa dreimal müssen machen, weil ich mich in den Shot reinfühlen musste. Ich musste experimentieren mit den Settings und so. Hey, es ist so ein schönes Erlebnis gewesen einfach. Also, ja, und das ist das, wo mir das Fotografieren gibt. Oder? Es ist nicht einfach nur Klick in ein Bild gemacht. Es geht nicht ums Bild, es geht auch um den Weg zum Bild. Voilà, und das ist das, was eigentlich all die Smartphones und iPhones sagen. Und ja, dann ist alles AI optimiert und alles noch ein bisschen aufbessert. Und es sieht am Schluss dann alles einfach auch so aus. Anstatt wenn du mal wieder musst den manuellen Modus rein tun und dir die so irgendwo dort ein bisschen abstellen und blenden so und dann und so. Und dann nachher merkst du, ab Verschlusszeit habe ich jetzt wirklich verkackt. Und so. Das ist schon etwas Schönes. Das Ja. Ich muss schon sagen, ich wäre schon froh, wenn einfach die scheiß Handys genug gut wären. Weil ich finde immer noch das Wichtigste an einem guten Foto ist halt immer noch das Auge. Dass du die Bildkomposition siehst. Mhm. Und dann muss ich wirklich sagen, also ich fotografiere auch lieber mit einer Kamera, aber mir ist es mittlerweile zu mühsam. Einfach auch in der Ferien, ich merke einfach, scheiss, wir können an, dann sind wir mitschleppen. Weil den ganzen Tag schleppe ich immer die hure Kamera um. Logisch finde ich den Prozess geiler vom Fotografieren. Ist einfach so ein Teil haben, macht einfach mehr Spass. Mhm. Unbestritten. Aber ich merke einfach, schlussendlich ist es ein bisschen nicht mehr wert. Schiesst mich einfach an, die immer mitzunehmen. Den Moment habe ich auch noch an mein Kamera-Gear verkauft und so. Und dann, jetzt habe ich mir bewusst eben ein Projekt gemacht in Japan, was ich fotografieren will, weil dann machst du es auch. Weil einfach, das ist genau das Problem. So schleppst du es um und wartest auf ein geiles Foto und das kommt nie. Und dann nachher nimmst du sie heim, ohne jedes Foto gemacht. Aber kannst du dann nicht mehr dabei? Ich kann sie nicht mehr dabei. Machen. Genau. Und ich habe mir dann kleine Projekte gemacht und gesagt, okay, ja, so jetzt Osaka will ich nur schwarz-weiß, leicht unterbelichtet fotografieren. Dafür nachher auf deren Insel, wo ich bin, mehr so, das, so mystisch, weil es eine mystische Stimmung war, so mega überbelichtet, dass man den Horizont gar nicht mehr sieht. Und so.
Das ist einfach dann das Fotografieren als Hobby und ich mache es eben mehr einfach. Ich fotele gerne, wollte aber einfach gute Fotos haben, aber nicht mehr so weit, oder? Ja, genau. Warum ja, habe also ich sie verkauft vor glaub, ja, ja. 1-2 Jahren? Ja. Also komm, wir bleiben aber gerade noch kurz beim Smartphone, weil du hast es bestellt. Oder? Ja, ich habe es bestellt. Ich habe OnePlus Nord. OnePlus Nord, ja, habe ich mir bestellt, weil ich das geil finde. Das ist Budget. Das ist das Budget OnePlus. OnePlus hat ja irgendwie immer sich eigentlich auf die Fahne geschrieben, Budget zu machen. Das ist nachher nicht so in der. Ist immer teurer geworden. Und jetzt sind sie aus dem nicht mehr rausgekommen. Und können aber trotzdem nicht competen. Wahrscheinlich, OnePlus kennt die Hälfte der Leute. Und ich das oder mehr. Wenn ich das Handy, dann habe ich schon mal das OnePlus gehabt. Also, hast du Samsung oder iPhone? Oder Huawei? Und das, nein, OnePlus. Was ist das? So, oder? Das ist ja so. Und so bist du einfach auch nicht bekannt. Ja. Und die haben jetzt das Budget-Handy rausgebracht mit der Kamera vom OnePlus 8, oder wie hat es geheißen? Und das heisst, das OnePlus Nord hat eine gute Akkulaufzeit, hat ein mittelmäßig, alles einfach mittelmäßig. Es ist einfach ein mittelmäßiges Handy, aber es kostet irgendwie 450 Stutz. Ich wollte sagen, aber Schnäppli ist auch nicht. Also ich sehe einfach, gut, 530 ist die größere Version. 420. Doch, ja, 400 Stutz. 420, ich habe die kleine Version genommen. Und es ist das so ist ein bisschen okay. Im iPhone SE heisst es, oder? Ja. Wo, ja, das habe ich, also meine Freundin hat es gezogen, gerade was rausgekommen ist vor, ja, nicht so lange. Nein, 5-6 Wochen, so etwas. Das ist ja ein Hammerteil eigentlich. Ja. Für das, also weißt, ich bin wirklich in der Market, ich will nicht 1000 Stutz ausgeben für ein Smartphone, ist mir zu viel, sorry. Ich tue lieber das Geld für etwas anderes ausgeben und darum finde ich, das ist für mich genau, aber die Hälfte davon, 500 Stutz bis 500 Stutz, finde ich super. Ich brauche auch nichts anderes. Weißt, ich game nicht auf dem Smartphone, ich mache kein Foto. Du kannst alles trotzdem machen. Und du kannst alles trotzdem machen. Ich schaue kein Netflix auf dem Smartphone, ich mache kein Foto, ich brauche WhatsApp, SBB, also wirklich bünzlig. Und darum, das Letzte, was ich kann, ist ein Motorola für 170 Stutz. Schon das hat mir eigentlich gelangt. Hat mich einfach angeschissen, dass teilweise mein Fantasy-Football-App abgeschmiert ist. Und jetzt habe ich es gut. Also ja. Es ist ja eh so, bei Smartphones ist es ja wirklich so, wenn du die 1000 Stutz ausgibst, entweder bist du bisher Apple-Kund gewesen. Dort zahlst du einfach noch für die mehr oder weniger Garantie, dass es einfach funktioniert. Egal, wenn es auf dem iPhone läuft, es funktioniert, außer es ist eine Beta-Version, dort kann es in allerseltensten Fällen vorkommen, dass irgendetwas instabil läuft. Bei Android ist es ein bisschen anders baustellt. Dort hast du einfach ab 1000 Stutz hast du so Bleeding Edge-Features, da, wo die Mittelfeld nächstes Jahr hat. Aber es auch von Herstellerseite her das grosse Geld ist nicht oben bei den 1000 Franken. Ja. Das grosse Geld ist bei ihnen. Und jetzt ist das grosse Geld von den Android-Herstellern ein bisschen in Bedrohung, weil Apple jetzt auch noch dort ist am Kämpfen. Und das SE ist ein brillantes Gerät. Eben, ich glaube, ich nehme nicht an, also ich habe auch nicht die Hoffnung oder ich habe jetzt auch nicht die Erwartung an das Nord, dass das SE irgendwie auch nur halbwegs kann konkurrenzieren kann, allein schon von der Umgebung her und so, aber ich brauche kein iPhone mehr, mich schießt an mit iOS zu arbeiten, also schaue ich fürs nächste Beste und darum freue ich mich mega auf das, OnePlus. Ich habe es gelesen, in vielen Belangen sagt das eben besser als das SE. Also irgendwo habe ich gerade das Ding gelesen, er hätte gehofft, das iPhone SE wäre so gut wie das. Ohne Scheiß. Oh, also das wird wohl Pro und Kontras geben. Es ist ja eh so, wenn du dich für Apple entscheidest, du entscheidest dich nicht zwingend für Bleeding Edge Features oder besser. Nein. Sondern du entscheidest dich auch für die Gewissheit, dass du dich eigentlich um nichts musst kümmern an dem Telefon. Bei Android hast du immer noch so den Bastelaspekt drin und dort hast du natürlich auch mehr Systemleistung für weniger Geld, weil, wüst gesagt, muss Android ein bisschen weniger Arbeit reinstecken. Und ich spiele unheimlich gerne mit Android umeinander. Schätzen aber auch den Komfort, den man ein iPhone bietet. Also hey, ich finde übrigens noch einen interessanten Punkt. Ich habe letztens mit einem Kollegen darüber geredet, dass weil eben genau der entwickelt jetzt neu für nicht mehr für Android, sondern für iPhone. Und der hat eben auch gesagt, die Update-Unterstützung von iPhone sind ja. Ich weiß gar nicht, geben sie fix vor, aber es sind sicher 4-5 Jahre, oder? Nein, also sie geben es nicht fix vor, sie gibt dann einfach immer wieder einen Aufschrei, aber sie sind so dermaßen tief, aber kompatibel. 4 sind sicher, 4-5 Jahre sind sicher. Also letztens haben sie das iPhone 6, wird jetzt nicht mehr für WhatsApp bedient. Genau. Ja. Und das ist ja dort schon ein riesen Skandal gewesen, weil iPhone 6 funktioniert nach wie vor, Android wäre sehr wahrscheinlich mittlerweile rauchen. Ja, genau. Und beim Nord sagen sie, ja, es ist im Fall auf 2 raus, hast du, auf 2 Jahre raus hast du Updates, was ich so finde, ja. Und ihr werbt mit dem! Aber
aber das ist halt wenig. Das ist ein anderes Problem. Das ist so ein Problem, das Uralte. Also bei, ursprünglich war es ja so, gewesen, dass Android einfach mal gesagt hat, schau da in der Software, macht mal. Oder? Und sie haben das in irgendwie rechter Naivität gemacht, dass alle immer finden, ja, ist okay, ist gut, ist cool. Wenn du jetzt aber einen Release-Cycle von einem Jahr hast, dann nachher, ich meine ganz ehrlich, ich, wenn ich wirtschaftlich würde denken, würde ich auch nicht meine ganzen Programmierer auf den alten Schrott ansetzen. Da würde ich den neuen Shit ansetzen. Und so ist natürlich auch, dass zum Beispiel Samsung ist dort mal recht notorisch gewesen, dass einfach nie ein Update ist für irgendetwas. Voilà. Und ja, und sie haben dann auch ihren eigenen Zeichen drauf gemacht, zum Teil Zeug geändert und damit sie können. Da bin ich jetzt im Moment gerade auch wieder in so einer Phase dran, wo ich Samsung probiere mal beizubringen, dass gefälligst etwas machen sollte, was nicht so intentioniert ist. Und dann hat irgendwie Google hat mal die Reißleine gezogen und gesagt, weißt du, wir machen jetzt Project Treble. Das ist im Prinzip, dass du es wie splittest. Also du hast unten rein hast du die ganzen Systemkomponenten wo, und auch Base Android und oben drin können die OEMs noch, also die Hersteller können noch ihr Zeug drin machen. Das die zwei Ebenen funktionieren mehr oder weniger unabhängig von. Ah, das haben sie jetzt so, damit Google kann Updates rausrollen. Richtig, und auch Sicherheitspatches. Ich meine, das ist zum Beispiel genau. Samsung hast du ja nie einen Sicherheitspatch bekommen. Nein, das ist eigentlich, ja, das stimmt. Ja. Und dort haben sie dann auch gesagt, schau, wenn du bei dieser ganzen Veranstaltung willst, ein mitspielen musst, du auf zwei Jahre raus. Also es ist nicht nur OnePlus, sondern es sind so ein bisschen alle. Eben, aber mein Punkt, und ich wollte sagen, jetzt genau zwei Jahre hat sich jetzt so ein bisschen eingependelt, oder? Das ist jetzt bei Android so. Oder zwei Buchstabenversionen ist, glaube ich. Ja, wie auch immer. Aber was ich wollte sagen, angenommen, sie wollen jetzt mehr, weil das Thema war beim Google Pixel, oder? Wie wollen die überhaupt konkurrenzieren? Weil irgendwie High-End hat es offenbar nicht rendiert, oder? Dann machst du Midrange. Aber eben der Wert von einem iPhone ist eben auch hoch, weil sie so lange unterstützt wird. Aber ich habe mich dann auch gefragt, jetzt, wenn würde irgendein, egal auch Samsung oder Google, würde sagen, unser neues Telefon, 4 Jahre Updates. Ich habe das Gefühl, es nützt gar nichts. Zumindest nützt es kurzfristig nichts, weil wer weiß schon, wie lange ein iPhone updated wird? Wer weiß, ob sein Android, wie aktuell das ist? Das wissen doch die Leute gar nicht. Aber dann ist die ketzerische Frage, muss ein Android überhaupt mit dem iPhone konkurrenzieren? Nein, aber rein, wenn du einfach willst, mehr Wert generieren, besser können konkurrenzieren oder eben einfach das Pixel hat. Aber du generierst ja eben nicht mehr Wert. Also sie generieren viel mehr Umsatz und da den Nein, Wert für den User. Ah ja, das ist aber gleich. Genau, aber das meine ich. Wie machst du es attraktiver, oder? Für jemanden wie du, der zum Beispiel jetzt auch nicht so die riesigen Ansprüche hat, oder einfach für die Masse der Leute, oder? Die wollen ja eigentlich schon einfach ein Telefon und sich nicht müssen gross darum kümmern. Ja. Aber ich frage mich dann, würde es denen was nützen? Wenn jetzt das Telefon 4er Updates hat, sie wissen es ja gar nicht. Nein, eben das ist unser Nerd-Talk da, oder? Meine Mutter hat irgendwie vor einem Jahr oder so ein neues Handy bekommen, weil sie mit der ersten Generation Galaxy oder zweite Generation Galaxy unterwegs war. Und deren ist durch das einfach, weißt du, die macht auch die Updates nicht und so. Und wenn es mal passiert, dann plötzlich geht es WhatsApp nicht mehr, dann muss sie ein neues kaufen, nach einem Mutz, weil sie sagt, aber ich habe doch das erst seit 5 Jahren, oder? Also ich glaube, für den Großteil der User ist das weder ein Verkaufsargument noch spielt es irgendeine Rolle. Aber es ist doch einfach schon so, dass man eigentlich als User ein Recht hat darauf, dass sein Handy sicher ist. Man muss natürlich die Updates machen und so. Oder dass das eigentlich Updates bekommt. Und wir als Nerds regen uns darüber auf. Aber ich glaube, der Durchschnittsuser, der das Handy kauft und das dann nach 4 Jahren braucht, der merkt, der lässt nicht mal die Updates ab, die es in diesen 2 Jahren gibt, weil es stört. Genau. Dann, aber die Frage ist eben, würde es nützen, oder, dass die Leute dann dort auch eine bessere Wertvorstellung hätten? Oder? Wenn, aber ich glaube, das wäre so ein langer Prozess. Oder? Ja. Es wäre vor allem, würde das Handy teurer werden. Ja. Weil ja. Es ist ein iPhone ist auch auf Hardware-Seite ausgelegt auf eine längere Laufzeit. Android-Phones sind, eben, wenn du nur zwei Versionen musst, also zwei Zahlen- oder Buchstabenversionen musst unterstützen, dann ist ja im Prinzip jetzt noch Android, jetzt haben wir 10, noch 12, musst du es nicht mehr unterstützen. Dann kannst du dort den Programmierer abziehen, der sich um die neue Schüssel kümmert. Ja, klar. Und entsprechend ist das Gerät für dich dann komplett wertlos. Also wenn du, würdest gesagt, auf geplante Obsoleszenz gehst, dann ist es dort der Punkt. Dann machst du einen Akku rein, der halt nicht so hochwertig ist. Dann machst du das halt ist es ja eigentlich. Das genau, dann hast du alle Verbrauchsmaterialien. Genau, und dann sparst du die Verbrauchsmaterialien. Und dann nach 2 Jahren kommt dann deine Mutter und sagt, du, wieso habe ich nur noch 5 Minuten Akku auf dem Ding? Ja. Ich brauche neues. Das ist ein Witz eigentlich. Ja. Komm, aber dann schließen wir ab, das ist auch wieder ein endloses Thema. Machen wir noch zum Schluss noch ein bisschen, fitzen wir uns noch in Drogen rein. Ja, wie geht das am besten, Simon? Ja, das ist mein Lieblings. Wegen dem bin ich überhaupt erst gekommen. Ich habe am Sonntag mir Drogen reingesucht. Nein. Ah, schau jetzt! Du hast Drogen. Hey, wir machen die Schnurren! Also,
Street Parade ist abgesagt. Ich weiß gar nicht, wenn ich das drucken nehme. Ja. Simon macht Street Parade of One, bis ich im Wohnzimmer. Alle schon ein Jahr vorgekauft. Das weißt gar nicht, wo verbraucht. Der ganze Drogenkoffer ist voll. Ich weiß nicht, wann braucht. Nein, ich habe mir die zweite Staffel von der brillanten Netflix-Serie How to Sell Drugs Online Fast gegeben, wo ich Ende sich kennt es geschaut. Nicht? Nein. Du auch nicht. Es wäre vor allem für den Dominik. Ich weiss das eben einfach schon. Für den Herr Bärlocher da eine auch sehr interessant zum Schauen, weil es ist ein junger Dude, also nicht, ich komme nachher darauf zurück, warum das interessant ist für dich. Jetzt wirklich, nicht, weil du vielleicht jung bist. Nein, weil du jung oder cool wärst. Nein, meine Mami findet mich cool. Das ist sicher ein Indikator dafür, dass ich nicht bin. Es ist also ein junger Dude, es ist eine deutsche Serie, ein junger Dude in einem Café in Deutschland und der will seine Freundin, die in einem Austauschjahr war und dort so ein bisschen freier gelebt hat und nachher zurückkommt und Schluss macht mit ihm wieder umbringen und er merkt dann, dass die alle irgendwie MDMA nehmen und denkt dann, komm, jetzt fange ich da ihren Freund, der MDMA mal vertickt, irgendwie torpedieren und tun das Business aufziehen. Und dann macht er das zuerst im Dorf und nachher irgendwann ist ziemlich schnell sitzt er auf irgendwelchen Pillen, die er einfach dem Dealer abgekauft hat und muss sie nachher irgendwie loswerden und macht das Online-Business zusammen mit seinem Nerd-Freund, wo dann der Ex-Freund von seiner Ex-Freundin auch einsteigt und so. Und das ist die erste Staffel. Und die zweite Staffel geht dann weiter, weil es wird dann immer grösser und grösser und das ist so ein bisschen, sie werden logischerweise in der Dunkle, also erstens müssen wir es vor den Eltern verstecken und dann nachher kommen sie natürlich in sehr komische, düstere Kreise rein, wenn du mit Drogen zu tun hast und so. Und du hast dich natürlich schon an deine Jugend erinnert. Ich kann mich dann an meine Jugend erinnern, was bin ich für ein Fuck-up, dass ich nie angefangen habe zu dealen. Du hast einfach Mikro-Eis getrunken. genau. Ich habe noch Mikro-Eis-T gekifft und Hip-Hop gelost und schlechte Laune gehabt. Ja, wieso, das haben wir alle in unserem Alter? Das haben wir damals gemacht. Wu-Tang-Nacht. Mitnehmen, einen Sack grasbreite Hosen und schlechte Laune. Ist es mir gekriegt. auf jeden Fall ist eine sensationelle Serie, es ist so Coming of Age, natürlich ist mit Teenies und so, das muss man fühlen oder auch nicht, aber es spielt gar nicht mal so eine Rolle, weil es ist wirklich so Comedy-Thriller, sage ich jetzt mal, mit Teenie-Serie und aber sensationell geschrieben. Also wirklich einfach, es verhebt von A bis Z alles. Weil sie redet dann, der Nerd programmiert ja logischerweise irgendwie die ganze Uhr einen Online-Shop und so. Und alles, was der sagt, kann ich mit meinem bescheidenen Informatiker-Wissen verifizieren. Oder er redet dann irgendwie auch über Games und sagt, ah, Game des Jahres, God of War, Halo 76, verdammte Shitshow und so. Und das ist nicht irgendwelche erfundene Brunz von irgendwelchen Drehbuchautoren, sondern einfach legit so. Und auch so irgendwie, wenn es um Drogen geht, ist wirklich einfach, es ist alles absolut wasserdicht recherchiert. Aber das find ich eben dann wieder geil. Ich hasse es, wenn sagen wir Hacking-Szene, ich hasse es so mit Hacking-Szene. Genau, Hacking-Szene. Wenn Hacking-Szene Leute sagen, oh nein, er ist durch unsere vierte Firewall. Fuck you! Yeah. Ganz ehrlich, machst sie richtig und ist gut. Darum habe ich Mr. Roboter so geil gefunden. Genau, das ist alles Mr. Roboter. Dort, alles dort verhebt. Das hat mich mega an Mr. Robot erinnert, weil sie machen dann genau, oder er in der zweiten Staffel hat dann nachher der eine, so eine Freundin und die macht, das ist so eine Hackerin und so. Und das Shit verhebt einfach alles und es ist nie irgendwie einfach so matrixmäßige Zahlen, die runterkommen, wenn er irgendwo etwas am Hacken ist oder so. Das ist oder ja, NCIS-mäßig zweite einer Tastatur. Genau! Oder noch besser, CSI Cyber. CSI Cyber gesehen. Die Serie hat es glorreicherweise für zwei Staffeln gegeben und jede von diesen Staffeln, jede Minute von dieser Sendung ist scheiße gewesen. Und es ist darum gegangen, dass die Cyber-Forensiker vom... Den schon groß sagen. Ja, und die haben den Cyber-Forensik und du hast so scheiße dort gehabt, wie... Also, ich muss mir das vorstellen, es ist ein Kommandozentrum, natürlich, weil alle ITler haben ja irgendwo ein Kommandozentrum, wo frei wandern in den titanischen Bildschirm ist. Logisch. Natürlich, habe ich auch daheim. Logisch. Hast du auch, oder? Ja, sicher. Dreimal. Oder? Und dann stehen die dort und dann ist es so, dann sind sie dort und so, ja, Exit, entschlüsselt. Und dann siehst du HTML-Code rot und HTML-Code schwarz. Und dann sagt er, die haben zwei Codes übereinander gelegt. Erzähl du mir mal, wie du fucking HTML-Codes weißt. Oder irgendeinen Code. Vor allem HTML, wo einfach nichts kommt. Ja, nein. Das ist ein Markup-Language. Hey, nein. Ich war, hey.
Und dann geht es noch schlimmer. Denn die Chefin von dem Laden ist dann auch noch irgendwie so Menschenpsychologin auch noch und Computerpsychologin auch noch. Also sie kann auch deine Playstation therapieren, wenn sie Minderheitskomplex hat. Und dann so, er ist auf dem Berg. Und dann der Gesuchte, der es da online sucht, auf Facebook. Und sie sagt, wieso weißt du da? Ja, Menschen, die in der Flucht sind, ziehen sie immer ins Hochland. Wo wärst du eigentlich? Oh mein Gott! Gut. Ja, aber es ist nicht die schlimmste Hacker-Serie übrigens. Wie heißt sie jetzt bei Cyber? Ja, also das nicht schauen, aber How to Sell Drugs Online Fast, absolut empfehlenswerte Serie. Arne Feldhausen übrigens, für die, die es nicht... Was ich am Münd hinten angeschickt bekommen, das ist der, wo der Stromberg gemacht hat und der Tatortreiniger, der führt die 6 von diesen 12 Folgen, die es mittlerweile 2 Staffeln gibt, Regie. Und in der ersten Staffel spielt auch noch der Ding, jetzt habe ich den Namen vergessen. Til Schweiger. Ist eine deutsche Produktion. Wahnsinnig. Nein. Sind. Veronika Ferres auf einer Farm in Afrika. Ach komm, ist gleich. Wir machen den Podcast vorbei. Ja. Aber ich kann ja gar nicht wissen, dass die deutsch ist, aber da muss ich dann auch mal auschecken. Ich habe gesehen, es hat noch einen Trailer gibt zu einer neuen, auch deutschen Netflix-Serie, die so ein bisschen um Biohacking geht. Hat noch geil ausgesehen. Der Trailer hat noch witzig, eine interessante Serie. Ich weiß es aber nicht. Aber gibt deutsche Netflix-Biohacking-Serie und du findest es sicher. Die bin ich auch noch gespannt. Hat sich was von Dark Vibes gehabt. Ich finde ja so Biohacking allgemein ein sehr spannendes Thema. Hey, das ist geil. Obwohl alle, die es betreiben, wirklich ein bisschen Dachschaden haben. Logisch. Also komm, dann machen wir doch hier Schluss. Wie gesagt, Inputs und so könnt ihr uns einfach schicken. Podcast@digitech.ch. Uns könnt ihr folgen über unsere Webseite, könnt ihr uns auch Tour folgen oder auf Twitter oder wo auch immer. Ich bin verlinke. Arne Mädel, so heisst er, sorry. Ich verlinke alles in den Shownotes und danke fürs Mitmachen, euch und Zulassen und so und ciao miteinander. Tschüss miteinander.